Und bis zum heutigen Tag, wenn der Selbstgespräch oder was kriegt, dass der nicht nur das zigfach anhört, sondern sogar beim Laufen lassen immer Satz für Satz mit der Hand niederschreibt, die meisten mit Minuten und Sekunden und schlüsselt das noch auf, wie das Zeitsynchron läuft. Das hat übrigens unsere Andrea auch schon vor vielen Jahren gemacht. Ja. Wo du dann merkst, das muss natürlich auf deinem Film sein, da sagt andere, das ist für ein Wahnsinn, wer macht denn sowas? Mhm. Der das macht, sucht sich das nicht raus, das ist ein anderes Programm. Mhm. Es ist auch nicht besser, es ist schon ausgedachterweise einfach wieder ein Programm. Und dann wiederum ein Teil von dir, den du dir ausdenkst, den es nicht geben würde, wenn du ihn dir nicht denkst. Darum ist es so wichtig, dass man diese Grundmetaphern, läuft's jetzt? Ja. Dann ist gut, dann kannst du das schneiden. Dass das wirklich, es geht nur wie mit Wiederholung, ist wie wenn du Klavier spielen lernst, das klimpert und immer wieder wiederholen und wiederholen wie die Profis. Wenn du dann zum Beispiel, mach jetzt hier David Garrett oder was, die dann bewundert werden und der sagt, die wissen doch nicht, dass ich jeden Tag mindestens über viele, viele Jahre 5, 6 Mal fast täglich in der Woche 4 bis 5 Stunden Läufe einfach nur drehen. Der Teufelsgeiger, wo dann messen wird, ich weiß nicht, wie viel Töne in der Minute, in der Sekunde, was er spielen kann, wo du sagst, das ist der Wahnsinn, das kommt nicht von alleine. Ja, ja. Jetzt normal gesprochen. Ja. Und das ist natürlich, du kannst immer nur schauen und die Erkenntnis der Selbstbeobachtung ist es extrem durch diese Filter geprägt. Dass ich nochmal wiederhole, wenn du jetzt einen Namen hörst. Wir sagen jetzt Holger. Immer wieder, du hörst ein Geräusch und dieses Geräusch, es kommt natürlich aus dir, es kommt nie was von irgendwo von außen. Doch, da kommt er. Holger kommt. Wenn man vom Holger spricht. Es ist also definitiv so, dass der Mensch immer irgendwas will, dass sich was verändert. Das heißt, er ist nicht mit dem zufrieden, was jetzt da ist. Der Witz ist, dass das, was jetzt da ist, sich jeden Moment verändert. Das heißt, was dir noch nie aufgefallen ist, dass du ständig mit einer ständigen Veränderung konfrontiert wirst. Du ist der Geist, der das erlebt, nicht die Figur, die du zu sein sollst, die ist nämlich die meiste Zeit gar nicht da. Der schaut, ist nicht das, was du dir ausdenkst, was du glaubst, das schaut, dieses blaue Ich. Heute Morgen habe ich im Jetzt-TV, habe ich gerade angefangen gehabt, irgendwie da so, ich nenne es einmal einfach ein Weiser, ausgedachte Weise gibt es sowieso nicht. Der nennt sich Geier und ich sage, es ist schon immer ein Witz, wenn sie sich dann einen anderen Namen geben. Die wollen nicht das sein, was sie sind. Zumindest das, was sie ein Leben lang getaugt hat. Die meinen, es verändert sich das Leben, wenn ich den Namen verändere. Dein Leben verändert sich auch nicht, wenn du größer wirst oder älter wirst in Bezug auf den ausgedachten Körper. Das Leben, das du erlebst, das sind deine Gedankenwellen. Du bist immer, jetzt kommt natürlich die Vordersprache, du bist im Meer. El Hayom ist Gott, das Meer, aus dem alles entspringt. Das im Vers 6 heißt, aufspannend sich in ein Oberhalb und in ein Unterhalb teilt. Das ist die Symbolik, das dann in seinem Wogen ständig Evolution, Revolution sich austauscht. Das ist die Veränderung. Das heißt, warum verändert sich bei mir nichts in meinem Leben? Ich sage, schau doch einfach einmal. Jetzt, jedes Geräusch, das du jetzt hörst, ist eine Veränderung deiner Information. Das Problem ist, dass du mit der Veränderung nicht einverstanden bist. Du willst, dass es sich anders verändert, aber wer bestimmt jetzt, wie es sich verändern soll? Doch wieder dein Ego. Ja. Das heißt, du hast ganz klare Vorstellungen von richtig und verkehrt und damit bist du schon entheiligt. Ja. Das ist das Einzige, was man verstehen muss. Und wenn dann Namen fallen, diese eigene Welt ist, und bleiben wir jetzt bei dem Wort Holger, wenn ich jetzt Holger sage, das bei jedem von euch taucht, von euch denke ich, von euch, mir ist bewusst, wenn ich jetzt so normal spreche, dass ausgedachte Menschen, das sind Kisten, da ist das drin, was ich mir reindenke. Da muss ich mir nicht einmal was reindenken. Gefährlich ist, wenn ich mir jetzt einen Menschen ausdenke und in mir sagt der Zweite, ich weiß ja nicht, was der sich denkt. Ich wiederhole nochmal, das ist wie wenn du dir jetzt eine Kiste denkst und sagst, ich weiß ja nicht, was in der Kiste drin ist, die ich mir jetzt ausdenke. In der ist gar nichts drin, solange du dir in die Kiste nichts reindenkst. Darum wiederhole ich das immer wieder. Das gilt für jeden Menschen, für jeden Kopf, wo du dir ausdenkst. Also gut, wir sagen jetzt mal wieder normal gesprochen, wir sagen Holger, das sind verschiedene Programme, Interpretationsprogramme. Holger ist ein Geräusch. Es wird in jedem von den Bröseln, die ich mir jetzt als Udo mit dem Udo-Programm ausdenke, die ich in meinem Gesichtsfeld habe, wenn ich erwähnt schwenke, wird in jedem dieser Bröselköpfe in dieser Kisten wird ein ganz bestimmter Holger auftauchen. Nämlich jetzt unser Holger, weil wir jetzt in dem Kontext sind. Da können jetzt einige sagen, ich kenne noch andere Holger, mein Bruder heißt auch Holger, eventuell.
Aber das meine ich jetzt nicht, worum es mir geht, was ganz wichtig ist, dass dieses Chat, dieser Holger als Kollektion, ist letztendlich das, was du vom Holger bisher mitbekommen hast. Das heißt, der Holger ist ja bei den meisten von euch sehr, sehr spät in euren Lebensbuch aufgetreten, je nachdem, wie alt ihr jetzt seid. Wie viele Jahre kennt ihr das Phänomen Holger? Wann ist der auf welcher Seite, wie ich immer sage, in welchem Lebensjahr, welchen Zeitpunkt setzt man in dem Buch, wo der in dem Roman auftaucht? Und dann ist jeder Holger in eurem, in jedem im Kopf ist eigentlich ein anderer Holger. Es ist dasselbe Bild, die bildliche Vorstellung der Person vom Holger die gleiche. Nicht dieselbe, weil der eine denkt sich, den Holger erfindet, wenn du ihn dir bildlich vorstellst, in Jeans mit einem roten Hemd, er ist immer stylisch, rote Brille, rotes Hemd, rote Schuhe, blaue Brille, braues Hemd, blaue Schuhe, das ist schon mal der Charakter vom Holger, den kann ich erkennen. Aber das Ganze wird jetzt noch sehr subjektiv geprägt von deiner Interpretation, wie dein Programm auf den Holger als Wesen, als Mensch, wie er sich gibt, wie du darauf reagierst. Manche finden das ganz toll, andere sagen, was ist das für ein Pfau? Stimmt oder stimmt? Das ist jetzt hochinteressant, wenn du das nämlich verstehst, wenn Leute über irgendwelche Politiker diskutieren. Das ist doch nichts anderes. Ich zitiere nochmal im Bleinfeld-Vortrag oder gewisse Selbstgespräche. Ich gebe jetzt 100 Menschen ein Zettel Papier, jetzt zeitaktuell, ihr wisst, das verschiebt sich ja auch, je nachdem, wenn du die Aufnahme hörst, dass wir einfach Politiker nehmen, irgendwas über Politiker, über Merkel zurzeit jetzt, weil die am absteigenden Ast ihrer Karriere ist, was auch immer Karriere ist, über Seehofer, über Trump, über Putin. Und jede dieser Worte wird in all den normalen Standardprogrammen, die ich mir jetzt ausdenke, die denke ich mir bewusst in die Kisten rein, das sind so kleine Untersysteme, wird diese Worte werden ganz klar bildlich dieselbe, die gleiche Vorstellung auslösen. Jeder wird bei der Merkel an das Bild Merkel denken, egal wie er die jetzt kleidet oder wie er die hinstellt, jeder wird an den Putin, an den Trump denken. Aber die reine charakterliche Eigenschaften, die du der von dir ausgedachten Figur zusprichst, wird in jedem Kopf anders sein. Hängt einmal davon ab, was deine eigene Meinung ist. Das ist das, dass du sehr subjektiv alles prägst. Aber du lebst, wenn du unbewusst bist, in dem Wahn, dass die Figur, so wie du die, den Charakter definierst, das ist das einzig Richtige. Und wenn irgendeiner den Charakter, den du dir denkst und erschaffst, ist eine Schöpfung von dir. Wenn irgendeine andere Schöpfung von dir auftaucht und sagt, nein, das ist ein guter oder das ist ein ganz schlechter, dann wirst du ganz massiv wissen, dass du ja recht hast, weil deine Konstruktion ist ja logisch. Und zwangsläufig ist jede andere Konstruktion einer Person unlogisch, wenn sie deiner Logik widerspricht. Obwohl, woher weißt du das eigentlich? Hast du jemals mit einer Merkel gesprochen? Es ist ein Sammelsurium. Ich kann jetzt in die offiziellen Medien gehen, dann kann ich sagen, das ist eine gute Frau, die ist stolz, die wird immer gut gehalten. Dann kann ich ein bisschen nach was Negativen suchen und dann wirst du feststellen, dass die im Prinzip ihren Stiefel durchgezogen hat, selbst in der DDR. Sie ist einfach nur machtgeil. Da gehe ich einfach mal in diese Vergangenheit, die ich auch nur aus das Buch herauskenne. Vielleicht gibt es da noch andere Seiten, wenn ich lange genug suche. Und das Ganze fängt dann an zu schwanken. Dieses Gebäude fängt zum Schwanken an. Darum sage ich, diese logischen Konstrukte, die immer nur aus zweiter Hand sind, kannst du vergessen. Die Lösung ist ganz simpel. Dazu brauchst du kein Wissen, sondern Bewusstsein. Du zerbrickst dir nicht mehr den Kopf von Gut und Böse und Richtig und Verkehr. Das sind alles Fragen der Kategorie 2 oder Bestimmungen, Antworten drauf. Du fragst dich einfach, was ist jetzt da? Und dann ist halt ein Gedanke, Leute, begreift doch das endlich. Ein Gedanke, kann ich ein anderes Wort dafür setzen, ich nenne das Information. Und jetzt, das, darum wiederhole ich das, das ist jetzt das Wichtigste. Ein Gedanke, der von einem ausgedachten Denker, sprich träumenden Geist, gedacht wird, geträumt wird, der ist genau so, wie dieser träumende Geist, wie der Denker sich den Gedanken denkt. Wir können ja das Wort Denker setzen. Und der Einzige, der diesen Gedanken umformen oder verändern kann, das ist der Denker, der sich den Gedanken denkt. Wir können jetzt für das Wort Gedanke das Wort Information setzen oder zum Beispiel das Wort Mensch setzen. Weil jeden Menschen, den wir jetzt denken, ist das da mal ein Gedanke, das ist ja so komplex. Holger, das ist jetzt das ein Wort und aus dem Wort wird jetzt eine Vorstellung, dann schaust du in deine Kiste rein. Und wir haben ja festgestellt, in jedem Kopf ist in dieser Kiste eine andere Vorstellung bei dem Holger drin. Das kann ein ganz anderer Holger sein, nicht einmal den Holger, an den ihr jetzt denkt. Nimm mal irgendeinen anderen, geh mal nach München und frag, welche kennst du an Holger? Dann taucht sogar ein anderes Bild auf, andere Person auf bei dem Namen Holger. Okay, der Einzige, der diesen Menschen verändern kann, ist der, der sich den Menschen ausdenkt. Wir können ja für den Wort Gedanke auch das Wort Weltbild setzen.
Das Wort Weltbild löst jetzt in dir eine Vorstellung aus. Was jetzt mit einer Standardprogrammierung sofort an das heliozentrische Weltbild denkt. Das ist ja eine Grundlage in einem Betriebssystem, wie ich es drin sage, ein riesengroßes Problem. Die Wurzel allen Leids ist dieser Fehler. Es kann aber auch sein, ich kenne auch andere Weltbilder, die sind aber alle verkehrt. Das geozentrische, das ptolemäische, habe ich so oft darauf hingewiesen, die sind aber nicht das heliozentrische. Das ist jetzt auch da außen, wenn ich nicht dran denke. Das sagen Christen und das sagen Juden, die angeblich die 10 Gebote halten. Mach dir kein Bild von irgendwas da oben am Himmel oder da drüben auf der Erde. Ich betone immer wieder, du darfst dir was ausdenken als träumender Geist, du kannst dich ja gar nicht dagegen wehren, was du träumst. Aber du wärst jetzt der Einzige, der es verändern kann, aber ein träumender Geist ist noch was Ausgedachtes, der ist Unbewusstsein. Jetzt kommt aber, wenn man jetzt so mal in der einfachen Sprache bleibt, wir haben festgestellt, ich bin der Einzige, der meine eigenen Ich kann, ich bin der Einzige, der meine eigenen Ich kann nur meine Gedanken verändern. Und das ist alles auch dann, dass eine sinnlich wahrgenommene Information genauso eine Information ist wie ein Gedanke, das ist auch eine Information. Das heißt, ich kann ohne weiteres das Weltbild, an das ich bisher geglaubt habe, verändern, ich muss bloß meinen Glauben verändern. Überprüfen kannst du das eh nicht, weil das ein Konstrukt ist, das sich dieser empirischen Nachvollziehbarkeit vollkommen entzieht. Das heißt, wenn du das einmal begriffen hast, dass das blinder Glaube ist, ist jegliche Form von Religion vom Tisch. Darum betone ich immer wieder, das, was ich dir erzähle, ist keine religiöse Spinnerei, weil das einfach die ganzen Religionen bauen auf dogmatisch nachgeplapperten Programmierungen auf. Schwamminhalt, Elternhaus und Schule. Das ganze esoterische Geschwätz, es schaut, dass wir heute jetzt keinen Projektor da haben, in Jetzt TV hier mein Geier, das ist ein Prototyp für hunderte von Videos, wo drin sind. Es ist irgendwie alles richtig, was er sagt, wenn du detailliert hinhörst, das ist ein totaler Blödsinn. Das Sitzen, ich beobachte, dann sitzt er so da, wie ich jetzt im Garten, dann hört er Fiep Fiep, dann sagt er, sind Vögel da, und dann hört er Nummern, dann ist ein Auto da. Das sind doch schon Konstrukte, das ist nur das Geräusch da, das Auto sieht er ja gar nicht. Da ist kein Auto. Wenn ich mich jetzt denke, ich wäre der, und dann merkst du schon, dann schaue ich, der er zu sein glaubt, der schaut sowieso nicht, dann muss ich alles wieder ins Hier holen. Das ist dieses typische ESO-Gewaberte, wo dich in keinster Weise die wesentlichen Sachen gar nicht auf den Punkt bringt. Dass wenn der vom Ich redet, er immer von dem Meditierenden, der da sitzt. Der schaut, sitzt aber nicht da. Das ist schon ein Objekt, ein vergängliches Objekt. Das ist das, was aufgeschmissen wird. Das sind alles Schöpfungen. Das ist diese Gedankenwelt. Das ist so eine unendlich einfache Metapher. Und das ist das, wo ich sage, dasselbe, was du merkst, bei Physikern, bei Theologen, bei Vorlesungen, bei solchen Sitzungen, dann wird natürlich wieder innegehalten. Jetzt ist ein Lastwagen da gewesen, habt ihr das gemerkt? Wenn du sagst. Es tauchen Reizauslöser auf und ich mache was drauf, was gar nicht da ist. Ihr Menschen, die ihr da seid, ihr seht lauter Sachen, die ihr überhaupt nicht seht und ihr hört Sachen, die überhaupt nicht da sind. Die entstehen durch die Geräusche, durch die Worte. Dieses im Anfang war das Wort. Wir reden hier nicht von Esoterik, von Religion und schon gar nicht von Naturwissenschaft. Das ist genauso ein dogmatisches Glaubenssystem. Wir reden von dem, was jetzt ist. Das heißt, die wirkliche Meditation wäre genau diesen Doppelschritt zu gehen, dass du jetzt diese Meditierenden, die sich in die Ruhe meditieren wollen, in die Stille, ins Hier und Jetzt meditieren wollen. Ich sage immer wieder, das, was du bist, kannst du niemals sein. Der mich jetzt ausdenkt, der mir zuhört, der ist etwas nicht Denkbares. Und du kannst es nicht deshalb sein, weil du was nicht Denkbares bist, sondern weil du das schon bist. Du kannst nicht etwas werden, was du bist. Das Problem ist, wenn du versuchst, dich zu finden, dich auf den Weg machst. Du wirst es ja nie erreichen, weil es schon da ist. Es ist wirklich so einfach. Dieses Einfache zu verstehen, ist das Schwierigste. Und immer meinen, in der Zukunft müsste was besser werden. Oder die Angst haben, wenn ich auf welchen Grund auch immer glaube, dass es jetzt toll ist, dass ich will, dass das ewig bleibt. Das Jetzt bleibt ewig. Du verwechselst schon wieder das eigentliche Jetzt, den Hintergrund, mit einer Information, die aus dem Jetzt entspringt. Und das Jetzt hören, dass dir das logisch erscheint, wie ich immer sage, dann hast du das als Geist begriffen, aber noch lange nicht verstanden. Wenn man nach etwas greift, ist es ja noch nicht gefasst. Und dann bin ich, sage ich immer, im Reifen. Dann bist du im Zustand des Reifens, das ist der Hamsterlauf.
Und dann bewegst du dich von, ich setze mich in Bewegung. Das ist wie wenn du Auto fährst, stellst du dir einfach vor, ich mache jetzt mal materialistisch, ich fahre mit dem Auto und filme, wenn ich mit dem Auto fahre. Und dann setze ich dich in einen Simulator rein und lass den Film auf der Windschutz, auf dieser Windschutzscheibe, die am Monitor ist, laufen, dann meinst du, du bewegst dich. Ja. Das ist genau das Hamsterlaufrad. Das ist wie in einem Daumenkino. Brrrt. Das sind die Sprossen, die runterkommen, machen einen kleinen Ausschnitt, zuck, 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 wie in einem alten Film. Und das ist natürlich sehr, sehr perfekt, weil du auch das Gefühl hast, das Gleichgewichtsgefühl, Osen. Ist auch interessant, wieso heißt eigentlich im Althebräischen diese Sprache, die es seit tausenden von Jahren gibt, Osen, nicht nur Ohr, sondern auch ins Gleichgewicht bringen. Haben die damals vor tausenden Jahren schon gewusst, dass das Gleichgewichtsorgan im Ohr ist? Wo sie noch nicht mal gewusst haben, was ein Blinddarm ist oder sonst was? Den Alchemisten den Roman lesen? Vergangenheit war nie Vergangenheit. Vergangenheit ist ein Konstrukt, das du mit einer Logik in die Vergangenheit denkst, obwohl es hier und jetzt ist. Das ist das, müsst ihr wiederholen, immer wieder. Müssen. Ja. Was heißt müssen? Es wird sich in dir wiederholen, wenn du resonierst, wenn du einen Hauch von Ahnung hast, um was es geht. Und wenn du mal losgelassen hast, zu begreifen, dass du nichts am Leben erhalten kannst, ob das Schulmedizin ist, ob das Museen sind, das ist eben keine Veränderung zulassen wollen. Wir brauchen das doch alles. Du brauchst es im Jetzt, wenn du es lernen musst, aber sobald du brauchst einen Führerscheinprüfungsbogen, solange du noch nicht fahren kannst, solange du die Regeln dieses, was ich nenne es einmal normal Straßenverkehr, noch nicht verstanden hast. Dann hast du die Prüfung in Theorie und Praxis. Du hast deinen Führerscheinprüfungsbogen gewonnen, das ist jetzt deine Traumwelt als Film. Der ist so voller Fehler, ist wirklich so voller Fehler. Es ist, wie ich immer als Udo so schön sage, wie Scheiß muss ich dir eigentlich noch einspielen, bis du feststellst, so blöd können doch Menschen gar nicht sein. Und was sage ich dann immer noch? Menschen sind nicht so blöd, Affen sind so blöd. Es sind ja nur Affen bei eigener Definition. Und dann sage ich zu ihnen, du bist ja bloß ein Affe und dann sind sie beleidigt. Das ist das klare Zeichen, wie blöd die sind. Weil da ist dann komischerweise schon wieder der Widerspruch, Affe sein ist was Primitives sein. Ihr seid so als normale Menschen, normierte Menschen, so unendlich primitiv. Ihr seid so weit weg von dem, was Geistigkeit hast, in eurer Verlogen, Selbstverlogenheit und Scheinheiligkeit. Und wichtig nochmal, ich kritisiere jetzt nicht. Ich erkläre dir das, was du dir ausdenkst. Betonung liegt auf dir. Nicht auf dir. Mit diesem Programm. Und dann kommt die Heuchlichkeit. Das kann halt keiner, die eigene Erbärmlichkeit kann halt keiner ertragen. Um was geht's? Und wenn ich jetzt sage, die Welt verbessern wollen, einen Führerscheinprüfungsbogen verbesserst du nicht, indem du meinst, du müsstest die Fehler eliminieren, weil du schon wieder einseitiges Ziel anstrebst. Du willst doch die Vollkommenheit anstreben oder zumindest begreifen, was Heiligkeit heißt. Und heilig ist was ganz was anderes wie gesund. Du bist, wenn du von der Krankheit zeitlich gedacht in die Gesundheit wechselst, bist du auf einem Heilungsprozess. Aber nicht in dem Moment, wo du sagst, jetzt ist die Krankheit weg, jetzt bin ich heil. Dann bist du nur gesund. Und dann musst du wieder in die Krankheit wechseln, so lange bis du das erhebst und merkst, das kann ja nur gleichzeitig da sein, weil es keine chronologische Zeit gibt. Und solange du jetzt im Finstern sitzt und du wartest, dass es morgen wieder hell wird, weil du die Nacht nicht erträgst, wirst du feststellen, wenn bloß der Tag da ist, kommt als nächstes wieder die Finsternis. So lange, bis du dich erhebst und plötzlich in Maßsetzung deines eigenen Glaubens, dass du eine Kugel bist, die von der Sonne angestrahlt wird, dass ich plötzlich sehe, dass hell und dunkel sich gar nicht abwechseln. Dass das eine Frage der Perspektive ist, ob immer eine Seite hell ist und eine Seite dunkel ist. Habe ich tausende Male erklärt. Dein Problem ist nicht dieser Gedanke an die Erdkugel, sondern der Glaube, dass du meinst, du sitzt auf der auf irgendeiner Seite, in diesem Wirbel, wie in Gott, du bist immer das Zentrum. Das Zentrum, das mittlere Auge im Wirbelsturm. Wir, BL, in Gott. Und wie gesagt, das Sturm, S-D-U-R auf hebraisiert, heißt ja wild, ungeordnet. Das ist das Chaos. Wobei das Chaos dann wieder die Ordnung ist. Ein ungeordnetes Chaos ist bloß eine Seite vom Chaos. Und dann ist es laut Chaos-Mathematik die absolute Ordnung. Das ist einfach eine höhere Ordnung, wie ein Urwald, wie ich immer wieder sage. Flora und Fauna, alles ist in der Einheit. Und das ist auch immer, wenn wir jetzt das Spiel spielen, dass ich nochmal sage, habt ihr irgendwelche Fragen, wenn ihr Fragen stellt, das Spiel spiele ich so lange, die lösen sich alle in Luft ab, weil ihr feststellen müsst, wenn du ganz einfach denkst, sind die schon längst beantwortet. Alle. Dich werden die Fragen der Kategorie 1 nicht mehr interessieren.
Das heißt, irgendwelche Fragen, das kann man jetzt in einem Smalltalk, wie man das so einfach neusprachlich nennt, können wir selbstverständlich da, wenn hier rumbröseln, wie ich das nenne. Aber das ist nicht das Wesentliche, deshalb macht es nicht. Das ist Zeitvertreib. Eine Zeit, die nichts zu tun hat mit Chronologie. Das ist immer das Schöne, diese verschiedenen Wörter im Hebräischen, wird zeitlich. Zigfach, ich habe die einzeln schon erklärt, das erste Wort ist et. 70, 400 heißt eigentlich eine augenblickliche Erscheinung. Und du kannst dann, ich habe heute Morgen nochmal, wenn drüber nachgrübe, den, wo ich dir gesagt habe, du sollst das löschen gestern, wo ich das Wort, ich habe das nicht verkehrt aufgefächert, sondern ich war schon wieder zu komplex. Ich habe das noch gemerkt, weil ich ja, wenn schon geschwächelt habe, als Udo Brösel, mit unserem Opfer und mit dem Kareb. Das, was ich erklärt habe in der Auffächerung der Buchstaben, das hat perfekt gestimmt. Ich habe bloß zwei Wörter, ich war da schon wieder einen Schritt weiter und habe ich gemerkt, da bin ich ja wenn müde geworden. Darum sage ich, es stimmt eh immer alles. Egal, was einer behauptet, es stimmt. Du musst es bloß vervollkommnen. Weil es eine Facette ist. Und da habe ich noch gemerkt bei der Erklärung, dass da die Radix, irgendwie habe ich da was durcheinander gebracht. Dann habe ich die Worte erklärt, das war das mit den Nähen. Erinner dich? Also die Radix, ich wiederhole das jetzt einmal, jetzt machen wir es gut, das kannst du dann übernehmen. Das ist um das Opfer gegangen. Ich habe gesagt, das Opfer. Und dann habe ich aber das Opfer, das Korban im Hebräischen, habe ich zuerst eigentlich das Weibliche, die Nekaba gemacht, die Radix. Die sind ja ziemlich gleich, wenn du die anschaust. Und ich bleibe jetzt erst einmal bei dem Weib. Das Weiblich. Immer den Trick anwenden, wenn wir weiblich schreiben, dass das B kann ich zu einem scharfen S machen. Dann heißt es Weiß. Ich weiß, ist das Licht des Ich, blau, der Intellekt. Das ist Nekeb und das heißt Loch. Übrigens auch punktieren und Löcher stanzen. Ich habe doch dann hier, du erinnerst dich? Das ist die Naht, die wir ziehen. Das ist, um das nochmal klar zu machen, ich fange jetzt mit den Korban an. Das Wort Korban heißt Opfer. Das müsste dich schon anschreien, dass das im Wort Schöpfer drin ist. Ich weiß, es ist jetzt, das schiebe ich jetzt wirklich rein, wenn ich jetzt eine Tafel hätte, brauchen wir aber nicht, darum ist einmal die Kunst, sich das bildlich vorzustellen und ich würde das jetzt hinschreien. Wirst du wesentlich mehr aufnehmen, wie wenn du nur die Geräusche hörst. Wo man das leicht überprüfen kann, wenn ich immer meine seichten Liedchen reinstelle, mir geht es ja um den Text erst einmal. Wenn du den Text dir anhörst und du hörst den Text nur als Geräusche, und ich sage jetzt einmal, du hast ein gewisses Grundlagenwissen der Vatersprache. Das kommt automatisch, wenn man sich lange genug beschäftigt. Und ich lasse dasselbe Video. Ich habe immer geschaut, normal gesprochen, dass in dem Video nicht das Video selber läuft, weil das oft eine Reizüberflutung ist. Oft gibt es ja Videos, wo auch die Bilder eine extreme Symbolik beinhalten. Mir fällt jetzt zum Beispiel spontan ein, das Video zurück. Das heißt einfach nur, er ist zurück. Ich bin zurück. Und dann läuft er übers Wasser und dann läuft er zu einem Schiff. Und ich öffne die Tür zu mir selbst und sehe, da ist keiner zu Hause. Und er läuft übers Wasser und geht zu einem Schiff. Und Arni, Schiff wissen, wir wissen ja, dass das Schiff Arni auch das kleine blaue Ich ist. Vor Flo. Flo fällt der Name schon wieder nicht ein. Ist was. Flo Mega. Vor Flo Mega. Der Text ist so unendlich tief und die Bilder sind auch extreme Reizüberladung. Jetzt müsstest du dir zigfach, meine Donis zum Beispiel, wenn die solche Sachen kriegen, die sagen, die machen den Ton weg, schauen die Bilder zerstören oder achten nicht auf den Ton, sondern auf die Symbolik der Bilder und dann versuchen sie bloß auf die Worte zu achten. Am Anfang ist es gut, wenn du ein Lied hast und es läuft, der geschriebene Text mit, während der singt. Und jetzt wird jeder, viele Programme von euch, ich sage, du Geistesfunk mit etlichen Programmen, je nachdem, welches Programm du jetzt zum Denken benutzt, das heißt, welches Leben du lebst, wirst du dir eingestehen müssen, wenn ich dich darauf hinweise, dass wenn so ein Lied läuft mit einem Text und es läuft der geschriebene Text mit, dass immer wieder Wörter auftauchen, wo jetzt automatische Zusatzinformationen, weil du schon auffächerst, zum Auffächern anfängst, eine Metaebene mitkriegst, die dir eigentlich nicht auffällt, wenn du den Text, denselben Text hört und es läuft irgendwelche Bilder im Hintergrund als Video. Dass schon das Geräusch und das geschriebene Wort gleichzeitig dich wesentlich tiefer auf die Metaebene bringen, wenn man die Grundlagen der Vatersprache kennt, wie wenn du bloß die Geräusche hörst und von den Bildern abgelenkt wirst. Da sagen jetzt einige ja und andere haben Fragezeichen auf den Augen. Die Fragezeichen auf den Augen haben, die haben die Grundlagen nicht. Was nicht hast, dass die bessere oder schlechtere Menschen sind. Machen wir wieder unseren Menschen, der Säugling, der in die Windeln macht, der ist kein schlechterer Mensch wie ein Erwachsener, ist bloß noch nicht so reif. Und Unreife ist doch kein Mangel. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, das Problem stellt sich von selbst ab.
Das ist eben das Verrückte, diese ständige Verwandlung innerhalb eines Lebens, die eigentlich statisch ist, wenn du eine Stufe höher bist. Die ständige Verwandlung der Erde in hell und dunkel, Erdkugel, die sich dreht, Scheinwerfer, hell und dunkel, wenn ich eins drüber bin, ist das immer gleichzeitig dort. Die Verwandlung von Sonnenschein und Regen, stelle ich plötzlich fest, je nach Perspektive auf den Ding, wo ich mir jetzt ausdenke, ist auch gleichzeitig dort. Weil was da ist, was zu existieren beginnt, kann bloß jetzt existieren. Und wenn die super gescheitene Welt die eigentliche Grundlage ihrer eigenen Sprache vergessen hat, und ich rede jetzt nicht einmal um die Vielheit der Sprachen, sondern es geht jetzt ganz, wir bleiben mal im Deutschen oder im Lateinischen, wenn ich sage, die Wurzelsprachen sind Deutsch und Hebräisch. Und wenn du religiöse oder national gesinnte Menschen hast, die jetzt nicht gerade Deutsch oder Hebräisch sind, und die Ausgedachten meine ich nicht, die können das eh nicht verstehen. Es geht ums Denken. Du bist dann in meinen Augen ein Deutscher und immer dran denken, Deutsch in allen Sprachen heißt es Gott. Deus, Deus, Deutonen, Alemannia, Allah, die Allah-Männer, könnte ich jetzt einmal ganz grob sagen. Diese Geistesfunken, diese Götter, Facetten von Gott, haben überhaupt nichts zu tun mit irgendwelchen ausgedachten Landsleuten, mit ausgedachten Deutschen. Für mich ist dann einer ein Gott. Die Grundvoraussetzung ist erst einmal, du musst anfangen, in Deutsch zu denken. Dass diese Botschaft natürlich nicht für die Welt oder für die Amerikaner ist, muss dir wohl klar sein. Meine Botschaft ist für gar keine Gedanken von dir. Das ist der große Unterschied. Es ist für den, der sich jetzt den Udo ausdenkt. Nicht für Gedanken, sondern für einen bewussten Denker. Und sobald wir uns an Denker wieder denken, ist der natürlich, sage ich immer dazu, ist schon wieder Gedanke. Also ist es genau genommen für den, der sich jetzt den Denker ausdenkt, der sich den Udo ausdenkt. Und für den ist es auch nicht. Es ist für jemanden, der sich etwas ausdenkt, der sich jetzt einen Denker ausdenkt, der sich den Udo ausdenkt. Diese Richtung, das ist die Richtung, die heimführt. In diese Heiligkeit zurück. Das wird alle umfassen. Und das ist das Spiel, das ist nur für dich. Dieses geschlossene Ich rot gestrebt. Nicht für das Blau geöffnete Ich. Das ist schon wieder was Ausgedachtes. Vordersprache. Und jetzt wollen wir wieder einen haben, der sagt, was ist rotes Ich, roter Kopf, blauer Kopf, was redet denn der für einen Scheiß? Ich rede keinen Scheiß, du kennst bloß die Regeln nicht. Ja. Du kennst nicht die Regeln des ewigen Lebens. Ich kenne sie. Ich kann immer nur sagen, ich weiß, wovon ich spreche und ich bin nicht der Udo. Ich bin wesentlich mehr du, ich bin jetzt wesentlich mehr der, der sich den Udo ausdenkt, wie der Gedanke Udo. Darum beginnt mein Spiel mit Ich bin du. Das ist der große Unterschied zu allen Religionen und der ganzen Esoterik und der Naturwissenschaft. Das ist das Neue. Einfach. Die Vordersprache dann sowieso. Dass das wirklich auch dieses Computerprogramm, dieser ganze Ablauf, dass immer ein Spiegelphänomen auftaucht. Wir machen mal Helmut-Geschichte. Ganz frei machen wir Helmut-Geschichte. Helmut ist in seiner Familie das schwarze Schaf. Jetzt mache ich einmal so ein Gedankenspiel. Wir sagen jetzt, wir besungen dich unten. Das ist ja so, er hat ja viel dazu getan, konnte sich nicht raus. Und jetzt denkt man so normal, jetzt machen wir Märchengeschichte. Was hier abläuft, Helmut, das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Das heißt, du hast einen Vater, der dein Vater, der ist, nehme ich einmal an, schon seit er was, habt ihr schon eine Kneipe oder irgendein Hotel? Nein, das ist Kegelbahn. Ein Kegel, aber ganz früher, wie hat dein Vater angefangen? Bauer. Ein Bauer. Und dann hat er irgendwann mit Fremdenverkehr in Österreich. Das ist der Schuhmachermeister, Schuhgeschäft, Vater, Großvater. Richtig, Schuhgeschäft. Lass einmal ganz kurz, geh mal ein wenig mit her, dass das auf der Aufnahme der Ton mit drauf ist. Ach so. Das ist jetzt nur, da setz dich da her zu mir. Daher zu mir, ganz einfach. Jetzt hat das nur geht, dass der Ton mit drauf ist. Jetzt erzähl mal, wir machen jetzt einmal eine Märchengeschichte, okay? Eine ganz bestimmte Märchen, wir machen jetzt die Helmut-Märchengeschichte. Ja, genau. Das hört einmal zu und dann schauen wir mal, jedes Leben ist so interessant. Wir können die Robby-Geschichte machen, wir können die Rudolf jede Geschichte für sich. Und das ist jetzt ganz abstrakt, betrachtet das jetzt als ein Märchen. Ich sage, alles, was du erlebst, sind Märchengeschichten. Immer wieder wiederhole ich das. Nicht nur die von Gebrüder Grimm, der Hitler genauso und der Einstein oder der Pythagoras. Egal was diese Geschichten, wenn du liest, Pythagoras, hochinteressant. Den hat die Demokratie zu Fall gebracht, die pythagoreische Schule. Weil ich muss das kurz reinschieben. Ganz, ganz kurz nur in Sinn, ich tue das auch im Original etwas verfremden, dass es einfacher wird. Die pythagoreische Schule, das war eine Weisheitsschule. Und da war einer, der war an und für sich sehr, wir sagen mal kreativ, aber sehr egoistisch.
Und da fällt die Reife, Pythagoras hat ihn aus der Schule rausgeschmissen, weil er sagt, du hättest das zwar drauf prinzipiell, aber dein Ego ist so mächtig, dass du eigentlich nur Unruhe stiftest. Weisheit ist verbunden mit Ruhe und mit Demut, mit sich zurücknehmen. Mit Weisheit kann man nicht prahlen. Wenn einer mit Weisheit prahlt, dann prahlt er bloß mit Wissen, das er nicht verstanden hat. Okay, und das hat ihn dann so gewurmt, dass er die Leute aufgehetzt hat. Und der Trick war die Demokratie. Die meinen, die sind was Besseres und so weiter und so fort. Und so ist die Demokratie entstanden. Das ist die pythagoreische Schule ist so eigentlich untergegangen. Immer wieder, das sind immer wieder so Phasen. Weil wenn du dich in einen Denkzirkel, in einer Logik bewegst, ist das für dich logisch. Denk an den Schwamminhalt. Was sollte denn einen Computer, der mit einem Programm arbeitet, im Arbeitsspeicher, was sollte dem logischer erscheinen, wie die Logik, mit der er denkt? Tauchen jetzt aber Daten von komplexeren Programmen auf, wird er mit seiner kindlichen, mit seiner primitiven Logik, wird er das bewerten. Das heißt, alle, die Holofeeling bewerten, die hören nicht zu. Die, wenn wirklich nur Deutsch verstehen würden, was da ist, lese Holofeeling für Neugierige, da wird Satz für Satz was erklärt, auch Widersprüche. Zum Beispiel, der bildet sich ein wie Gott, der ist Gott. Haben wir immer wieder. Zeig mir eine Stelle, wo der Udo Petscher behauptet, der ist Gott oder der ist der neue Messias. Das sind Lügen. Du bist es. Wesentlich mehr wie ich. Du bist natürlich auch nicht, weil du auch bloß ein Gedanke bist. Der, der sich das alles ausdenkt, ist Gott. Und dann auch wieder nicht. Wir müssen zuerst definieren, was verstehst du, was für eine Vorstellung löst das Wort Gott in dir aus. Wenn es Schöpfer in dir ausdenkt, der etwas erschafft, okay, dann ist der Udo jetzt der Gedanke von dir. Dann bist du Gott und du erschaffst jetzt den Udo in deinem Kopf. Der Udo ist mit Sicherheit nicht das Pixelmännchen oder das Ding, das jetzt in einer gewissen Entfernung vor dir zu sitzen scheint, weil du das auf deiner symbolischen Farbbrille hast. Entfernung. Okay, dann heißt es, wenn ich sage, Gott ist der Schöpfer. Ein Gedanke ist niemals ein Schöpfer, außer ich denke mir jetzt, der Drucker ist der Schöpfer von der Farbe auf dem Papier. Das ist okay. Aber ist der Schöpfer ein Schöpfer, wenn er das gezwungenermaßen macht? Ist ein träumender Geist, den ich mir jetzt ausdenke, ein Schöpfer für die Traumwelt? Er erschafft die Traumwelt. Aber da er sich das nicht raussuchen kann, Schöpfung hat was zu tun mit Freiheit. Ein Kugelschreiber, der ein Gedicht schreibt, ist nicht der Schöpfer des Gedichtes. Er hat die Farbe auf das Blatt Papier gebracht. Das ist Genauigkeit. Der Schöpfer ist der, der den führt, also ist der Hand der Schöpfer. Was macht die Hand ohne das Gehirn, das da dran hängt? Was macht der Denker, wenn ihm nichts einfällt? Standardbeispiele. Okay? Dann ist die nächste Frage, wir sagen, Gott ist die absolute Substanz, die Energie, das sind wir hier und jetzt gedacht, gestern drauf eingegangen, zurückgeblättert. Die 200 Gramm rote Knete erschafft nichts. Die Formen, die die Knete annimmt, das ist immer dieselbe Knete, wenn wir sagen, dieses immer gleichseiende heilige Ganze, das ist Gott. Da wirst du feststellen, der kann ja gar nichts erschaffen, ohne dass irgendwas da ist, was ihm die Form gibt. Gibt sich die Knete selber die Form? Also wir haben, das ist die Trinität, die Knete, die Form. Und im Hebräischen nennt sich das Yotzer, die Jezira, in der Kabbala die Welt Jezira, die Welt der Formwerdung. Das kommt von Zur, ZR heißt die Geburt einer Berechnung. ZR oder ZWAFA, die Geburt einer aufgespannten Berechnung. Das heißt zum einen Form, Formen, und das ist auch das Wort für Fels. Fels ist ein Festwerden. Das führt uns zum Kaf, das Kap, der 20. Buchstabe. Das ist einer der schwierigsten Buchstaben gewesen in der Rot-Blau-Tabelle. Ja. Weil ich ja immer diese Rot-Blau-Symbolik mache und das Kaf als Wort an sich. Im Hebräischen ist es Kaf, am Wort Anfang heißt es wie und am Wort Ende heißt es dein. Wie dein und das, was dazwischen ist, ist das, was du dir denkst. Das sind so Grundlagen, ich rede jetzt nicht von dem Hebräischheitsding an sich, sondern von der Physik im Computer, die da mit drin ist. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt das ganze Spiel weiterführen, die Märchengeschichten, dass ich da nicht so wieder genau werden will und wieder wegleite und dann wird es euch zu viel. Alles sind Märchengeschichten und Märchen, immer wieder sage ich, ist das Wertvollste, was du zurzeit besitzt, sind deine Märchen und deine Sprichwörter und die sind deshalb wertvoll, weil du bei den Märchen und bei den Sprichwörtern weißt, es geht bei den Märchen nicht, es geht auch gar nicht um das Schneewittchen oder um den Wolf beim Dornröschen. Es geht hier im Hintergrund, ist eine Geschichte und es gibt viele Grimm-Märchen, wo dieselben Metaphern in unterschiedlicher Ausgestaltung oberflächlich gesehen da sind.
Was spricht man dann dasselbe? Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Lügen haben kurze Beine. Ich habe euch zweimal dasselbe gesagt, obwohl ich Deutsch gesprochen habe. Um die Beine und den Krug geht es nicht. Und jetzt kommen wir zurück zu unserem Helmut. Helmut ist auch eine Geschichte. Halt, was ich noch sagen muss zu dem Märchen, das Einzige, du machst jetzt den kleinen Schritt, dass du sagst, alles, was für dich Zeitgeschichte ist, der Hitler, der Napoleon, das sind auch Märchengeschichten. Weil in der Vergangenheit niemals irgendetwas war. Das sind einfach Geschichten in der großen Bibliothek, die dir was ausdrücken über die geistliche Welt. Jakob Lorber hat es niemals gegeben. Genauso wenig wie an Jesus. Gag eben. Jetzt wenn ich weiß, dass das Gag wieder 2G hat. Erinnert euch, was ich euch gesagt habe. Wenn ihr einen Doppelbuchstaben habt, im Hebräischen, im Blindfeld habe ich das Wort Gott auf die Tafel gemalt. Und da könnte ich jetzt natürlich, sagst du mal, das G ist 3. Das ist das Erste. Ich kann euch gleich sagen, das G kann auch eine 70 sein. Habe ich mehrere Male darauf hingewiesen, ist in unserer Tabelle gar nicht mit drin. Das Wort zum Beispiel Gomorra, von Sodom und Gomorra, das wird vorne mit einer 70 geschrieben. Noch einige Wörter. Das ist selten, aber das gibt's. Das G ist auch eine 70. Aber ich lasse so feine Regeln lasse ich weg, dass nicht zu viel wird. Okay, das ist die 3, sagen wir zuerst einmal. Dann haben wir das O, das ist vielfältig, das kann man als Vokal rausschmeißen. Vokale gibt es ja nicht in die Konsonanten, wir können aber auch hier ein Waff setzen. V, W, U, Waff. Die Aussprache von dem hebräischen Zeichen 6, von der 6. Wir können ein Aleph setzen beim O und wir können eine 70 setzen, die zwei lautlosen. Und dann haben wir die 2 TT. Und dann machen wir jetzt mal ganz gezielt die 2 400. Das heißt, 400 und 400, und wenn ich einen Strich drüber mache, dann sieht es aus wie das Pi. Das ist die Weisheit Gottes. 400 und 400 ist 800, das ist das NP. Dann soll ich mal wieder die 2N, wenn du Doppel-N hast, in der Sonne zum Beispiel. Das ist dieses Doppel-N, ist ja 50 und 50. Ich wiederhole es nochmal, wo man schön sieht. Ich mache jetzt extra Beispiele, immer dieselben, dass ich das setze. Das ist das hebräische Wort für Wolke, da gibt es zwei Wörter. Das ist einmal 70-2. 70 ist blau gelesen, der Augenblick auf eine Polarität. Das schreibt sich nur ein Bet. Das ist Wolke. Und dann gibt es 70-50-50. Das ist der Augenblick auf zwei Existenzen. Die 50-50 zusammengezählt gibt die 100 und 100 ist ja die Affinität der Affe. Aber dieser Affe, die 50-50 sind doch die zwei. Darum heißt beides Wolke. Wolke wiederum beginnt ja mit einem W, mit einem W. W ist ein doppelt aufgespanntes und dann kommt OL. Und bei OL schreibst du 70-30 und das heißt hochheben und Joch. Und der Joch ist das hier. Jetzt verschmilzen die Bilder mit den Zeichen. Aber das geht jetzt, das Grundprinzip Deutsch-Hebräisch kannst du jetzt, wenn ich Zeichen setze, muss ich eine deutsche Wörter, du kannst alle Sprachen der Welt nehmen, es passt immer. Wenn du es einmal mit der Bauch unter Zeichen gemacht hast und du findest keins, wo es nicht funktioniert. Du wirst am Anfang sehr viele finden, wo es nicht funktioniert. Nicht, weil es nicht funktioniert, sondern weil du den Geist noch nicht hast, diese Beweglichkeit zu haben, das System anzuwenden. Weil du nur sehr rudimentär die Regeln kennst. Und jetzt sind die Märchengeschichten auch die Zeitgeschichten. Der Hitler ist eine Märchengeschichte. Und das gilt wie für Märchen. Du wirst nur deine eigene persönliche Auslegung zu sehen bekommen von dem Märchen. Ganz schwierig ist, wenn du wieder meinst, da war ein Hitler schon, bevor du ihn dir ausgedacht hast und der ist dann genauso, wie du ihn dir denkst. Das ist wie mit unserem Holger. Da gehen die Meinungen sehr weit auseinander. Weil jeder schafft sich seinen eigenen Holger. Sein eigenes Weltbild, seinen eigenen Glauben, seine eigene Religion. Und das, was er erschafft, hängt ab von dem Programm, von dem Schwamminhalt, von dem anerzogenen Wissen. Das ist komplett austauschbar. So, und jetzt machen wir den Helmut, die Hans-Geschichte, dein Vater. Wir beginnen mal beim Vater. Ja, der Vater ist eigentlich 32 geboren, 32. So alt wie meine Mutter, 86? Ja, jetzt 86. 86, ganz wichtig, ist dein Vater ist 86. Ja. Alter, ich wollte es bloß sagen. Es gibt keine, ich kenne dich, als Udo höre ich das übrigens jetzt erst einmal, ich habe noch nie gefragt, als Udo. Ich weiß es natürlich. Ja. Ich kann euch immer wieder nur sagen, wenn dir wirklich bewusst wird, wer durch den Udo spricht, es geht nicht um den Udo, es erschüttert dich bis ins tiefste Mal.
und ich bin extrem bemüht, ich will dich ja frei machen, als Udo jetzt, meine Aufgabe, dich frei zu machen. Das heißt, die Grundvoraussetzung, ich werde dir nie vorschreiben, was du glauben sollst. Ich werde dir nie vorschlagen, wenn du fragst, was soll ich tun, weil dann mische ich mich schon ein. Und dann ist es nie mehr deine Erfahrung oder deine Meinung. Also gut, 32, das ist übrigens 32, ist Leb und Leb heißt das Herz. Also 30,2 geschrieben, 32 als 30,2 geschrieben, Hebräisch, das ist das hebräische Wort für Herz. Ja. Okay, und das Herz ist dein Vater. Ja. Rot, symbolisch gesehen. Blau gelesen wird es dann Haares und das heißt dann die Erde. Das heißt das erweckte Wissen. Und es schlägt dann. Puff, 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 puff. Gut. Ja. Ja, wie gesagt, und die Mutter ist auch 32 geboren gewesen, aber die ist eben vor 2 Jahren gestorben. Aber wie schon gesagt, der Vater war, eigentlich, wir haben einen Bauernhof gehabt, also der Großvater jetzt wieder, oder Urgroßvater. Ist was, mach einfach kurz das Wesentliche. Ich weiß aber, ein Kommentieren, das ist eine Märchengeschichte. Ja. Hintergrund läuft immer Holofilm bei jedem Leben. Ja, lauter, okay. Ja, und der Vater war eigentlich sozusagen auch der Älteste von 7 Kindern und hat dann den Bauernhof geerbt. Nicht? Und da war natürlich im Ortszentrum viel Grund dabei. Also, und der Großvater war Schuhmachermeister, aber mir auch ein Bauernhof. Wir waren gleichzeitig Schuhmacher, der Vater und der Großvater und Bauer. Darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Jetzt mache ich ganz einfach, wir bleiben aber bei den Schuh, bei dem Schuhmacher. Da gibt es auch diese Geschichte, wo der hochgeht und das allererste, unser Mose geht hoch zu Jahwe, zu dem brennenden Dornbusch. Und das Erste, was er sagt, zieh deine, je nach Übersetzung, sieh deine Sandalen aus, weil das oft übersetzt, der Boden, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Und Sandalen sind ja Schuhe. Jetzt ist, pass auf, wenn ich jetzt, das kann man zuerst auch als zieh deine Schuhe aus, manchmal wird es mit Sandalen übersetzt, da kann man sehr breit gefächert sein, da weise ich euch jetzt erst einmal darauf hin, wieso ist das so, da müssen wir jetzt wieder in die Tora reinschauen, wie schreibt sich das hebräische Wort für Schuhe oder Sandale, aber ich bleibe zuerst einmal beim deutschen Wort Sandale, das beginnt mit Sand. Und Sand, hebräisch geschrieben, jetzt nicht hebräisiert, ist Chol. Und Chol ist das Weltliche. Zieh dir zuerst das Weltliche ein. Das hebräische Wort für Schuh schreibt sich 50, 70, 30. Okay? Diese 70, 30, unser Oll haben wir gerade schon gehabt in der Wolke. Das heißt hochheben und Joch. In das Joch, das du gespannt wirst. Ein Tragjoch, ein Gebirgsjoch. Ich sage immer, es gibt keinen Berg ohne ein Dal. Das sind Jochs. Da ist das schon mit drin. Und vorne steht eine 50. Das heißt praktisch ein existierendes Joch, das existierende hochgehobene Joch, das du als El Hayom aufwirfst, die Gedankenwelle. Zieh dir zuerst einmal deine Gedankenwellen aus und diese Radix Schuh ist die Grundradix im Hebräischen, sich mit etwas einhüllen. Apokalypse heißt Enthüllung. Da steckt die komplette Enthüllung in dem kleinen Satz, wenn man das genauer anschaut, zieh deine Schuhe an, das, was dich aushüllt, das Weltliche, die Sandalen. Zieh das aus, das ist heiliger Boden, da gibt es nichts mehr Weltliches. Es ist das Zentrum, aus dem alles entspringt. Das war jetzt extrem einfach und immer dran denken, ich mache aus jedem Wort ein 400-Seiten-Buch, wenn ich genau war. Das ist nur, dass du einen Hauch von einem Geruch mitkriegst. Er ist 32, sprich 86 Jahre alt. Der Vater, ja. Ist UB und der sagt, zieh deine, der war Schuhmacher zuerst in einer Urform, dass wir den Faden nicht verlieren. Jetzt erzähl weiter, mach's kurz das Ja, ganz schnell. Und da, aber der Großvater ist viel umhergereist wegen Händler. Und dann hat, da waren halt in den 60er Jahren die Kegelbahn so in. Und dann hat der Großvater, mein Vater, angestiefelt, kann man fast sagen, oder die Eltern. Stopp! Kegelbahnen. KGL heißt wie eine Welle. Und die Welle, wenn ich dir mal longitudinal mache, dann fängt die an, diesen dort zu machen. Okay? Die waren in. Brit. Spiegeltunnel. Zack, 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 die waren in. Merkt ihr, das ist die Metaebene, wo ich dir jetzt erkläre, mit der Vorderspiegel. Ist dein Leben. Helmut, es gibt, könnte ich mit jedem von euch machen, nochmal, egal wer zu mir kommt. Du hast ein ganz spezielles Leben. In dem Wahn, unser Thema gestern mit Autos, dass jeder in dem Wahn, etwas Besonderes sein zu wollen, betreibst du Konformismus. Gleichschaltung. Obwohl du was Besonderes bist, wenn du das nicht magst. Mein Beispiel mit dem 190er Mercedes, wie der rauskommt, und alle haben den getuned, alle haben Alufelgen, jeder wollte einen besonderen 190er Mercedes haben. Jeder hat irgendwas gemacht, selbst Großvater, die sich einen geleistet haben. Und ich sage, wenn du einen besonderen bist, stell dir an und lass ihn so, wie er ist, weil den lässt keiner so, wie er ist. Dann ist er, bleib so, wie du bist was Besonderes.
Das ist das Verrückte, das hat bloß jeder vergessen. Weitermachen. Ja, jedenfalls 66 war dann die Kegelbahn und ich bin sozusagen von 73 bis 76 Hotelfachschule gegangen. Und dann bin ich eigentlich schon mit 76, 77 zu Hause eingestiegen, weil ich war der Älteste. Und ich habe zwei Geschwister, eine Schwester und einen Bruder. Und jetzt war es so, dass mir die Kegelbahn, wie gesagt, ist damals super gelaufen. Und dann hat es geheißen, ja, wir müssen unbedingt ein Hotel bauen. Dann haben wir gedacht, damals war ich total Biowelle, also ich selber. Der schwarze Schaf in der Familie, der verlorene Sohn. Bio-fanatisch. Und dann auch durch Yoga und so. Ja, ja. Und dann haben wir gedacht, ja, wenn wir schon ein Hotel bauen, habe ich immer zu mir selber gedacht, bauen wir wenigstens ein Bio-Hotel. Ne? Das war meine Identifikation damals. Ne? Aber das hat dann in der ganzen Fahrt, weil wir mussten dann die Kegelbahn abreißen, um überhaupt das Hotel zu bauen. Das war für den Vater natürlich dann der Schock. Und jedenfalls, ja, es ist so dahin und das war natürlich ein Mordsaufschwung wie im Tourismus und ein unheimlicher Wettbewerb auch. Ne? Österreich halt. Ja, das ist Österreich. Ja. Und so ist dann immer wieder. Und ich war halt immer dann sozusagen Geschäftsführer, also der Vater war schon zuerst Besitzer und habe immer so die ganzen Geschäfte gemacht. Der Bruder ist dann wieder weg zurückgekommen, wie wir das Hotel gebaut haben, als Koch eingestiegen, weil er vorher verschiedene gekocht hat und war natürlich ein super Koch. Also ist er, oder denke ich, hat ein gutes Team gehabt. Ja, und so ist ihm einfach gewachsen. Ne? Und das ist eine Struktur, um das kurz zu machen. Dass da sich etwas ausspiegelt, dass immer wieder in einer Familie die Geschwister. Ja. Und ich kann jetzt nicht sagen, die sind alle toll oder die sind verschieden. Es gibt wirklich viele Mischungen. Ich kann jetzt bei mir als Udo Brösel sagen, ich habe einen Bruder und eine Schwester, mit denen habe ich überhaupt nichts zu tun, wobei ich noch nie gestritten habe. Kenne ich weder mit meinem Bruder, sehe ich selten. Meine Schwester, glaube ich, habe ich schon 40 Jahre nicht mehr gesehen. Oder 30 Jahre. Na, ist nicht ganz gelungen. Fast knapp 30 Jahre, schätze ich einmal. Kurz, wie ich meine Frau kennengelernt habe. Das ist aber überhaupt nicht, dass da irgendwas gewesen wäre, sondern die sind so anders von den Interessen, dass das keinen Sinn macht. Ich wüsste jetzt mit Sicherheit, wenn ich jetzt als normaler Mensch Probleme hätte und ich würde zu meinem Bruder kommen, der würde mir sofort helfen, da war nie was. Aber reden in dem, was geistreich ist, das ist so leeres Geschwätz, es geht wie bei dir in der Familie und das ist das Hauptproblem bei ihm bloß am Geld. Du kannst, egal, wenn du Leute, geh mal in ein Lokal, wenn du siehst, die reden entweder direkt um Gott, das sind extrem heilige Menschen, alle sehr gläubige Menschen, weil die alle nur gehen an der Kneipe und hören mal an die Nebentische und du wirst merken, es geht entweder direkt über Geld oder es geht um irgendwas, wo man was billiger kriegt, also dann doch wieder über Geld oder dieses oder jenes oder Sorgen mit Geld. Die Menschheit kennt kein anderes Thema mehr. Ob das Politik ist, egal was es ist. Darum sage ich, die sind extrem gläubig, die beten, keine Religion redet so viel von ihrem Gott wie die Materialisten. Okay, ja, jetzt. Und da muss dazu sagen, durch das, dass wir so viel Grund haben, haben wir das ganze Hotel auf Schulden aufgebaut. Nicht ihr, sondern eigentlich nahezu alle Österreicher. Österreicher hatte einen Boom in den 70er, 80er Jahren, wie der Tourismus hochgegangen ist. Und du kannst es drehen, wenn du willst, wenn du reinschaust. Bis auf ganz wenige, und die ganz wenigen sind die gefressen wurden von großen Konsortien. Aber alles, was in Privathand ist. Die Schwierigkeit ist, ich mache jetzt einmal, du darfst mir gerne jetzt reinfallen ins Wort. Der Älteste, in dem Fall, der Helmut, ist das schwarze Schaf in der Familie, weil er immer in sich was gespürt hat, dass die Welt anders sein muss. Ob du auf dem Biotrip bist oder ob du dann zum Osho fliegst nach Indien oder Yogananda. Egal, Yogananda, DM, egal was, Maharishi, jeder hat irgendwann einmal den Trip und ich sage, die Grundvoraussetzung, wenn ich ihn dann auftauche, das muss schon in dir drin gewesen sein. Einer, der das wovon, mein Bruder hat überhaupt nichts. Nicht ein Hauch. Da ist keine Sache, nicht, der hört nicht zu. Darum sage ich Geistlosigkeit, das klingt jetzt im ersten Moment hart, aber es ist ja alles ausgedachte Geistlos. Es ist losgemachter Geist, ein Schatten auf einer Leinwand, das ist bei unserem Licht, es ist Licht und es ist Licht. Dankeschön. Wenn ich jetzt sage, es ist Licht und es ist Licht, dann haben wir wieder 2L. Das ist 30 und 30, das heißt nicht, dass da es ist Licht und es war Licht. Das ist schon der erste Fall in der großen Übersetzung, dass man plötzlich hier Zeitlichkeit hineinbringt, die es im alten Hebräisch gar nicht gibt. Bin ich auch so drauf eingegangen. Die 7 Schöpfungstage sind nicht ein chronologisches Aufzählen einer Entstehungsgeschichte, sondern ein Beschreiben eines Chats.
Das ist das erste Kapitel. Da kommt das Wort Jahwe ja gar nicht vor. Da wird am 26. Vers, 26 ist übrigens Jahwe, komischerweise, dass im Vers 26 komplett die Verszahlen, die Kapitelzahlen als Zahlen sind wieder überordnet, die in dieser Matrix Adressen sind. Ich habe gerade erwähnt, unser Wolfgang, dass wenn der Selbstgespräche hört, dass der einen Großteil, sogar die Minuten und die Sekunden davor schreibt, Satz für Satz, wo auf der Aufzeichnung auf dem Video drauf ist und setzt die Zahlen mit um. Und wenn du das wirklich einmal machst und du hast das Prinzip verstanden, dann erschaudert dich, lässt dich das erschaudern, weil du merkst, da gibt es keinen Zufall. Drum im Vers 26 wird der Mensch erschaffen. Nach Gottes Ebenbild. Bezellem, habe ich so oft erklärt, fange ich. Das heißt eigentlich in ihrem Schatten, im Schatten der Geistesfunken, wird dann die Mensch, der Mensch, es gibt nur einen Mensch. Das von dem Wort Adam gibt es eigentlich keine Mehrzahl. Der Adam als hebräische Übersetzung Mensch ist was ganz was anderes wie der Enosch. Das sterbliche Säugetier. Oder die Leute, die Menschen, die Medim, das heißt die Toten des Meeres. So viele Toten, lass die Toten ihre Toten begraben. Es sind Gedankenwellen. T-O-T, Erscheinung, 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 hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel, gesund, krank. Und du siehst, ob das eine oben ist, ist das Gegenteil unten. Vor dir ist das andere in dir. In dem Moment, wo du dir was ausdenkst, hast du immer eine Spiegelung im selben Moment da. Denk an den Diaprojektor. Wenn ich jetzt unser Video bimehr, in mir ist das mehr, bimehr. Ist englisch ausgesprochen, kann man aber auch anders sehen. Wenn ich den Videobeamer nehme und ich habe hier Bilder, diese Bilder entstehen, weil da ein Display ist. DES heißt die Öffnung einer intellektuellen Raumzeit, ist ein Spiel. Play, Display. Das Projektionsdisplay. Play heißt auf Englisch Spiel. BLA hebraisiert heißt Wunder und das I hin, das Y, da mache ich eine 70. Übrigens das Wort Hebräisch, Ivri, wird mit I, steht von ihr 70. Das ist die 70, das I. Display. Dann habe ich das Wunder von Augenblick. Das macht das Display. Und wenn ich jetzt einmal ganz krass sage, wir haben eine Weise, dieses Display, das symbolisiert von 0 bis 100% Finsternis und die Leinwand, mir bleiben nur die weiße Fläche, ist von 0 bis 100% Helligkeit. Das heißt, wenn ich 100% Helligkeit habe, ist das Display auf 0% Finsternis. Wenn ich 100% Finsternis habe, ist 0% Helligkeit da. Was ich jetzt nur mit Schwarz-Weiß mache, sind mir die Komplementärfarben, das ist eine reine Arithmetik. Farbfernsehtechnik, habe ich so oft gesagt, um einen weißen Punkt zu kriegen, brauchst du immer einen grünen und einen roten und einen blauen Licht. Aber das ist nicht nur, dass die aufleuchten, sondern die haben gewisse Helligkeitsgrade. Wenn wir jetzt ein Schwarz-Weiß-Bild machen, angenommen, ich werde jetzt einen grünen und einen roten und einen blauen Punkt, dieses Triplet, als Schwarz-Weiß-Bild abbilden, dann sind die ja unterschiedlich hell. Und dann wirst du feststellen, dass das Grün 59% auf 100% Helligkeit ausmacht, das Blau macht 11% Helligkeit aus und das Rot macht 30% Helligkeit aus. Und diese 30, die 11 und die 59% ist 100%. Das heißt, wenn jetzt hier Rot, Grün und Blau aufleuchten, schwarz-weiß gesehen, sind die drei, wenn wir die übereinander schieben, machen genau einen weißen Punkt. Das ist Physik in der Farbgeometrie. Und da wirst du jetzt dann merken, dass jetzt, wenn wir wieder Zahlen einsetzen, genauso funktioniert die Retina in deinen Augen. Darum sage ich immer wieder, da ist nicht das von außen, von irgendwelchem Licht, das von außen kommt, diese Zäpfchen angeregt werden und die dann das an dein Gehirn weitergeben, sondern dein Gehirn ist ein Prozessor. Jetzt ganz, ganz grobe Metapher. Deine zwei Augen, AGN heißt übrigens Becken, B-Ecken, polare Ecken. Deine zwei Augen sind hier diese Lämpchen, das sind keine Rezeptoren, sondern Lämpchen und dein Gehirn steuert die Lämpchen an und dann hast du die VR-Brille, die habt ihr euch angeschaut, innen. Und dann ist plötzlich hier die Inge vor mir oder der Hubert vor mir. Wenn ich jetzt schwer sehe, ist der, der jetzt vor dem Computer sitzt, weil ich weiß nicht, ob das Pixelmännchen aus der Glasplatte rausschauen kann. Hängt davon ab, wo du dich wieder hindenkst, Hubert. Das ist jetzt ganz interessant, in unserer jetzigen Perspektive, die wir jetzt uns denken, während die Aufnahme gemacht wird, schaue ich ja jetzt genau den Hubert an. Aber zwischen mir und dem Hubert steht genau die Kamera. Das heißt, wenn du dir jetzt das Video schneidest und du schaust dir das daheim an, wirst du feststellen, dass du ein ganz eigenartiges Gefühl, weil das magst du auch jetzt. Und wenn das fertig ist, schaust du dir jetzt das Video nochmal an. Stimmt oder stimmt? Und welcher Hubert bist du jetzt? Bist du der Hubert, der jetzt in einer gewissen Entfernung vor sich den Udo stehen sieht? Oder bist du jetzt der Hubert, der jetzt rumschnipselt und das Video schneidet? Oder bist du der, der sich das Video jetzt anschaut?
passiert das nicht immer alles jetzt? Und jetzt wirst du feststellen, es ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man das dann in einem gewissen Maß wie Karten, die ich ja von Stapel lege, die jetzt sind, plötzlich nebeneinander, umeinander rumlege, jetzt verstreue ich dieses jetzt schon in einen gewissen Raum oder in eine gewisse Zeit. Dass ich Ordnung reinbringen kann in das System, die ich überhaupt nicht brauche, wenn ich das Ganze, wenn ich das Kartenspiel sehe, kennst du ein Kartenspiel und sagst ja, dann sind ja alle da. Kennst du den Holger, sagst du auch ja. Aber der Holger, der von dir aufgeschmissen wird, ist noch lange nicht der Holger, den ich kenne. Es ist auch nicht der Udo, den der Holger kennt, der was zwar ein bisschen mehr wie du jetzt vielleicht über unseren Holger, oder du als Zuschauer, der das Video hörst, du weißt von dem Holger gar nichts außer den Namen Holger. Vielleicht kennst du einen Holger, das ist dann sowieso ein anderer Holger. Diese Holger gibt es eigentlich, so viel wie du dir ausdenkst. Gibt es überhaupt welche, wenn du nicht dran denkst? Wir sind uneinlich viele Holger, sind da, rot geschrieben, in dir drin. Aber zu existieren beginnen immer bloß die Holgers, die du dir ausdenkst. Jetzt wollen wir natürlich wissen, dass das Wort Holger, habe ich ja bewusst genommen. H-Oll heißt wie ein Joch. Und GR heißt Geist vom Geist erweckt. Wenn wir das G rot machen. Wenn wir das blau machen, dann ist es ein Fremder, der in der Fremde, der in der Traumwelt übernachtet. Hast das dann mal fremd? Dann ist der Holger was Fremdes, das bin nicht ich. Aber worin liegt jetzt der Unterschied, ob du dir einen Holger-Brösel ausdenkst oder den Brösel ausdenkst, der du zu sein glaubst? Du bist nicht der Gedanke und nicht der andere Gedanke. Du bist der, der sich aus sich heraus schöpft, der Schöpfer. Übrigens, unser Spiel hat begonnen mit dem Opfer. Das war der Auslöser. Dir muss das dann mal aufhören, dass in dem Wort Schöpfer schon das Wort Opfer drinsteckt. Was mir jetzt eigentlich darum gegangen ist mit der Helmut-Geschichte, dass ich jetzt kurz mache. Ich wollte einen anderen Kern machen, weil das ist jetzt ganz interessant. Wir waren beim verlorenen Sohn, er hat dieses gespürt, was sein Vater und seine Geschwister nicht haben. Ich rede nicht von besser und schlechter, sondern von einer Polarität. Und jetzt ist es schlichtweg und einfacher so, dass du gehst in die Irre, der hat dann natürlich gesucht. Er sucht Bagurus. Du suchst nach etwas, was du schon bist. Und du wirst es nie bei irgendeinem anderen finden. Außer das taucht so ein Brösel wie du auf, der eigentlich sagt, ich bin du, ich bin das, was du sein wirst, wenn du aufgehört hast, das zu sein, was du zurzeit zu sein glaubst. Und jetzt müssen wir bei dem Sein immer wissen, rede ich von dem roten oder von dem blauen Sein. Das blaue Sein kann man das Wort existieren setzen. Wenn ich jetzt sage, das, was du bist, kannst du nicht sein, blau geschrieben heißt es, das, was du bist, kann niemals existieren. Wenn ich das rot mache, S-A-I-N. A-I-N heißt auf Hebräisch nicht existieren und S steht für Bewusstsein rot geschrieben. Das Bewusstsein ist nicht existieren, das kann nicht existieren, weil es ewig ist. Das kann man auch nicht haben, weil was du besitzt, was du hast, ist nicht der Besitzer. Das Bewusstsein ist das, was alles besitzt. Das ist auch die Energie in der Physik. Diese Energie, die Formen annimmt, die Form der Energie ist nicht die Energie selber. Jetzt müssen wir natürlich, um das zu erklären, schon an Energie denken. Also, Helmut ist das schwarze Schaf, war ein ewiger Sucher, die anderen sind konservativ. Das ist natürlich jetzt immer wieder so eine Art von Freiheit. Helmut hat nach Freiheit gesucht, ist aber ein Gefangener dieser Logik gewesen. Ja. Frei hatte ich das nicht gemacht, außer dass deine Familie gegen dich aufgebracht ist. Ja. Nein, das Schlimme ist ja, das ist einfach der Prozess, dass man immer, dass dann, wenn du in diesem Wettbewerb bist, du kommst einfach für die Schulden. Komme ich noch dazu? Und mal ganz pass auf, und jetzt ist das Erste. Diese Familie ist schlichtweg ein Prototyp, was du jeden Tag vor Augen gesetzt bekommst, wenn du dir irgend im Fernsehen an den ganz normalen Fernsehfilm anschaust. Nahezu sämtliche Serien, ob das im Hintergrund, ob das Hotelfilme sind über Österreich, ob das meine Lieblingssendung der Bergdoktor. Mir geht es jetzt nicht um die Doktorgeschichte, sondern um die Familie, wenn man den Bergdoktor gesehen hat, die haben ihren Berghof mit den zwei Brüdern. Der eine ist der Arzt geworden, das ist der Huber, der sich heilen will, und der andere muss den Hof führen. Weibergeschichten und so muss man gar nicht reden, aber was mir wichtig ist, was in all diesen Heimatfilmen das Thema ist, ob es um ein Hotel geht oder wo er am Bauernhof geht, er ist hoch verschuldet und es wird gekämpft und gekämpft, um das Ding am Leben zu erhalten. Das sind die Alten, die Konservativen, die Jungen, wenn du im Bergdoktor schaust, der Bruder, wo in Hof, er will raus, weil er sagt, er kommt nicht aufs Grüne, und jetzt ist immer wieder so eine Sache. Helmut hat natürlich in seinem Zwang der Freiheit noch einen anderen Schaden, das ist eine Kreuztuner Wettersauferei. Das ist eine gewisse Abhängigkeit. Ja. Sucht sich nochmal, wir beschreiben jetzt, wir analysieren Märchengeschichten nach dem symbolischen Gehalt. Dass dich das unfrei macht,
Da müssen wir nicht drüber reden. Das ist es, die in einem, das immer wieder ausbricht. Jeder hat einen anderen Schatten. Wenn einer meint, er ist frei, Gott, ich lege dann immer die Finger in die Wunde. Das ist ohne Ende. Du rutscht immer wieder weg, wenn das dir ausbricht in dir. Das ist das Ego, die Rechthaberei, bist in einer Einseitigkeit. Auf jeden Fall, was jetzt hier, wenn wir neutral werden, deine Geschwister sind ein Spiegelbild. Das, was dich blind und unabhängig macht, ist deine. Das, was für dich die Sauferei ist, ist für deine Schwester und deinen Bruder das Hotel. Das ist das. Das ist die große Schwierigkeit. Was natürlich hier das Ganze ist, das ist auch eine Abhängigkeit. Aber genau genommen sind die gar nicht von der Schuppen abhängig, sondern von der Bank. Und das ist eine Droge. Das ist eine absolute Droge. Das spiegelt sich bloß und jetzt treffen zwei Welten aufeinander. Den einfacheren Weg hast du jetzt eigentlich, wenn du merkst, müssen wir jetzt gar nicht mit dieser Entmachtung von dir. Ich habe doch gleich gesagt, mach doch einfach dann den Clown, den du gut spielen kannst. Und du hast keine Verantwortung mehr. Ja. Für Ewigkeit ist doch sowieso was. Ja. Lass, das werden die auch einmal, wenn es die geben sollte, wenn man nicht an sie denken, das ist immer das Erste, was ich sage. Weil du hast deine eigene Welt als Mensch. Jeder hat seine eigene Welt. Das heißt, da ist einer das Tierchen, guck, ein Tierchen kannst du rund um die Uhr beobachten. Du bist auch nicht das Tierchen, das immer da ist, meistens, wenn du an dich denkst. Du bist der, der schaut. So Sätze, wo du wirklich auf dich werden lassen musst, du warst schon da, bevor das erste Mal der Udo in dir auftaucht ist. Du wirst noch da sein, wenn du nicht an den Udo denkst. Der ist nicht wichtig. Und jetzt setze für den Udo deinen eigenen Namen. Du warst schon da, rot geschrieben, DA heißt eine geschlossene Schöpfung. Bevor du das erste Mal an den gedacht hast, der du zu sein glaubst. Und wenn ich jetzt frage, wo kommst du her, wirst du merken, dein Tierchen, die dir sagt sofort, ich wurde von meiner Mutter geboren. Ich sage, du bist nicht der Gedanke dieses Säuglings. Wann hast du zum Denken angefangen? Jetzt. Ihr wisst mittlerweile, hoffe ich, ihr Geistesfunk, mit euren Programmen, egal welches Programm du hast, jetzt. Ich kann doch bloß jetzt denken, was ist das für eine dumme Frage? Versuch einmal morgen was zu denken. Versuch einmal gestern was zu denken. Kannst du gestern was gedacht haben? Du kannst dir jetzt denken, dass du gestern das gedacht hast und dir jetzt denken, dass du morgen das tun oder denken wirst. Das ist immer jetzt. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Und es ist ein riesengroßer Unterschied, ob du das einfach aus das Buch heraus nachplapperst oder ob du das lebst. Wenn du es wirklich lebst, du bist der Erste, der es mitkriegt. Weil wenn das wirklich installiert ist, hast du vor der Zukunft keine Angst mehr. Da machst du dir keine Gedanken. Dann hörst du auf diese Sorge dich nicht um morgen. Weil morgen nichts passieren wird. Es kann nichts passieren, prinzipbedingt. Es kann morgen kein Krieg ausbrechen. Wenn er ausbricht, bricht er jetzt aus. Und wenn er läuft, läuft er jetzt. Wenn du einen Film ausschaust, siehst du jedes Bild von der Datei, siehst du jetzt. Nicht zuck, zuck, zuck. Wir sind wieder bei unserem Kartenspiel. Da habe ich eine schöne Metapher in den Ohrenbarungsbänden mit dem Fokus. Das ist immer, ihr müsst euch vorstellen, dein Geist, wenn du ein Geistesfunk bist, bist du ja noch kein richtiges Licht. Wir denken uns an Sternwerfer. Aus den Sternwerfer werden Funken rausgesprüht. Der bleibt immer gleich hell. Das ist UB, das ist die Energie. Der ist auch immer an derselben Stelle. Der Unterschied zwischen dem allerersten Geist, dass der die Helligkeit nicht verändert, das ist unendliches Licht, und dass er sich auch nicht von A nach B bewegt. Was aus dem rausgespritzt war, die Geistesfunken, ich habe da zigfach vor Jahren Bilder reingestellt, stellt euch das bildlich vor, wenn nicht, schaut euch das genauer auch nochmal, vielleicht in Zeitlupe. Dann springen Funken raus und die Söhne, die Geistesfunken, die dieses Licht verlassen, um Erfahrungen zu machen, sprühen auch sich aus wie der Funken raus. Die werden jetzt auch zu Lichtern, aber diese Lichter sind anders wie das erste Licht. Die werden nämlich umso weiter sie ihren Ursprung verlassen, umso finsterer werden sie. Und jeder Funke, der aus diesen einzelnen Funken raussprüht, verlässt, wird der Funke das Zentrum. Als wenn er sich nicht bewegt, von den Funken aus gesehen, obwohl er sich zum Absoluten dann doch bewegt. Du wirst dasselbe finden dann in dieser Vorstellung des Universums, was ja nur das in Einsgekehrte heißt. Und die Funken, die jetzt aus dem bewegten Funken rausspringen, wirst du feststellen, wenn du das vergrößerst, lösen sich nochmal in Funken auf. Das ist der Tetraeder, jetzt statisch gesehen, wo dieses Licht, wenn wir in diese 1-4er-Struktur reinschauen, um sich herum Lichter rausspiegelt, die jetzt natürlich statisch sind. Und sobald du jetzt in diesen, die hängen ja alle in Tetraedern drin, wenn du der jetzt bist, sind um dich herum wieder welche, und wenn du der bist, sind um dich herum wieder welche, und du müsstest jetzt von dem aus um die Ecke schauen können, um dann diese Perspektiven zu sehen.
Klingt viel komplizierter, wie es ist, aber ich will es jetzt einmal in eine bildliche Vorstellung bringen. Und das ist jetzt das Verrückte und das, was rausgesprüht wird, das löst sich in der Unendlichkeit auf, das letztendlich dieses eine Licht ist, weil das ein unendliches Licht ist. Das Nichts und das Alles ist dasselbe. Okay? Und wenn sich jetzt der verlorene Sohn, das wäre jetzt ein Heilungsprozess, ich habe zum Helmut gesagt, jetzt bleiben wir mal wieder ganz menschlich, den ersten Fehler, wo er begangen hat, wie in einer Phase, ist, er will seine Mitmenschen missionieren, für die er eher Spinner ist, und da baut sich ja Kluft auf. Man macht einmal einen Fehler und dann hast du, weil das ja nur Programme sind wie ein Computer, wenn ein Virus drin ist, ist ein Virus drin, den bringt man nicht so leicht raus. Das heißt, du musst bei deinem Vater zu reden, ich sage, einen alten Baum verplatzt du nicht, der hat doch keinen, wenn der kein Interesse hat. Das ist nicht prinzipiell, er könnte Interesse haben. Man muss ganz leicht anklopfen, wenn nicht, lass ihn so, wie er ist, liebe ihn so, wie er ist. Das ist dein weltlicher Vater. Aber der Satz, deine größten Feinde sind deine Hausgenossen, da könnte unser Hubert, unser Helmut den größten Roman drüber schreiben. Stimmt oder stimmt? Aber die Ursache bist du immer selber. Oder deine Geschwister. Das heißt, das sind Spiegelungen von dir. Druck erzeugt Gegendruck. Du schreist und ich schreien. Und du musst die Demut, das Opferlamm, ist das Schöne, dass man sich zurücknimmt. Wo ich immer wieder sage, die Freude kannst du erleben, mein Beispiel mit dem Schach, wenn der Vater mit dem Kind Schach spielt. Mensch ärgere dich nicht spielt. Mensch, was ist der Sinn von Mensch ärgere dich nicht? Der Name sagt es, dass du dich nicht ärgerst. Das kann aber unreiner Geist kann das nicht, weil er ja noch ein Mechanimus ist. Und jetzt ist es das Schöne, um das in Kurzform zu machen, du kannst Freude vermehren durch Demut. Du spielst mit deinem Kind, das natürlich noch ein Kind, das gewinnen will, das Erfahrungen machen will, und dann lässt du das Kind absichtlich gewinnen, ohne dem Kind auch nur den geringsten Eindruck zu geben, dass du das absichtlich gewinnen ließt. Und dann wirst du feststellen, dass du in dir die Freude auslöst in dem Kind, das wir uns jetzt natürlich ausdenken, dass ich als Ding an sich nicht freuen kann, aber bleibt normal gedacht. Und jetzt wird es interessant. Du erschaffst Freude in dir und du multiplizierst die Freude, weil du jetzt mit Demut, weil du das gemacht hast, dich darüber freust, dass der sich freut. Und das setzt jetzt in dein Leben ein. Und die Menschen, die Masse der Menschen macht genau das Gegenteil. Die sind so egobezogen. Und diese höhere Form wirst du nicht kriegen, indem du meinst, du müsstest Recht haben. Recht haben führt dich immer in die Einseitigkeit. Jede Vorstellung von richtig setzt dein Gegenteil, das ist das Verkehrte, die Kehrseite. Und wenn du geistig beweglich wirst, wirst du feststellen, dass jeder Recht hat. Darum ist eine Diskussion mit dem Udo ist vollkommen sinnlos, weil die Diskussion ist ja, dass der mit dem Udo diskutieren will, verteidigt seinen Standpunkt, weil er den Eindruck hat, dass ich als Udo einen anderen Standpunkt einnehme wie er. Und ich sage, es ist das einmal prinzipiell so, dass ich immer wieder sage, du hast recht. Ich versuche dir nicht auszureden, dass du nicht recht hast, dass irgendwas, was du behauptest, nicht stimmt. Du bist doch das Musterbeispiel davor, dass das richtig ist. Aber nur ein bisschen. Und um das zu vervollkommen, wir verändern, ich will ja deinen Glauben nicht verändern. Ich sage nicht, du musst jetzt da austreten, wenn du bei den Zeugen Jehovas bist oder den Katholiken bist, austreten und in eine andere Partei eintreten. In Holophilien kannst du nicht eintreten. Wieso? Weil du da schon bist. Du hast es bloß vergessen. Das ist das Verrückte. Das heilige Ganze ist der ewig ist. Und wenn du mich jetzt hörst, bist du ewig. Und wenn du bloß ein Gedanke bist, bist du nicht ewig. Jetzt denk an dich selber. Das bist du nicht, weil das nicht ewig ist. Denk an was anderes, dann ist er schon wieder weg. Der denkt und seine Informationen verändert, der ist ewig. Das ist kein esoterisches Geschwätz. Das ist etwas, was hundertprozentig sicher ist, hier und jetzt, sofort auf der Stelle überprüfbar. Und selbst wenn ich dir das erzähle, du wirst jetzt merken, wenn der Udo wieder weg ist, wenn du jetzt das Video ausschalten tust und dein Telefon klingelt und dann kommt der Alltag wieder auf dich zu, ist das alles weg. Bei den meisten. Du hast gleich reden nach hier, ja. Was nicht, wie viele Jahre du dich schon mit Holofeeling beschäftigst. Jetzt haben wir schon wie viele Jahre. Ich kann auf der unteren Ebene nur in Zeit jetzt das Bewusstsein ist, dass egal was ich spreche, wenn ich was gestern, vorgestern, ich kann nicht immer dazu sagen, jetzt gedacht. Ja. Mir ist das jeden Moment bewusst. Und ich habe dann viele, die kriegen einen Mechanismus, dass die zum Beispiel mal sagen, hier und jetzt gedacht. Und du merkst, dass die jetzt das wie eine dumme Angewohnheit dazu sagen, obwohl ihre ganze Physiognomie aussagt, dass sie wirklich jetzt wieder unbewusst in der Vergangenheit sind. Dass sie es nicht verstanden haben. Das ist das, was ich sage, Physiognomie lesen. Das wirst du merken. Da muss man sich ja nicht verstellen. Das ist immer so die Einfachheit zelebrieren.
Abhängigkeit. Was ist abhängig? Du bist abhängig von Alkohol. Deine Geschwister sind abhängig von den Banken. Ihr seid Sklaven. Wie war das nochmal? Du bist ein Sklave, Neo. Die Freiheit, die wirkliche Freiheit, das ist wie mit der Liebe. Liebe wird erst Liebe, wenn sie frei ist. Ihr wisst, meine 5 Stufen von Liebe habe ich schon zigfach erklärt. Mutterliebe ist keine Liebe, Inge. Es ist ein Müssen. Es gibt immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Eine Mutter kann gar nicht anders wie ihr Kind lieben. Die Kindesliebe zur Mutter ist im Prinzip dasselbe gespiegelt, weil das Kind, das Baby, der Säugling ohne die Mutter gar nicht überleben könnte. Jetzt normal, raumzeitlich gedacht. Dann kommst du irgendwann in die Sexualität. Ist das frei? Meint ihr, dass Sexualität irgendwas mit Freiheit, das ist eine Liebe, die hat mit Freiheit überhaupt nichts zu tun. Genauso wenig wie die Mutterliebe. Konrad Lorenz mit den Wittgens, die Geschichte, muss ich nicht nochmal, wie so oft erzählt, kann man nachschauen, Nobelpreis. Zwang, ein reines Programm. Mutterliebe ist ein Programm, Sexualität ist ein Programm. Wirkliche Liebe, von der roten Liebe, wo ich spreche, da musst du vollkommen frei sein. Wenn dich was zwingt, irgendwas zu lieben, komm mit Holofeeling, muss ja alles lieben, wenn ich heilig werden will. Ich muss schon. Oder was ich so oft erzählt habe, mal jemand sagt zu mir, man kann doch nicht alles lieben. So richtig, genau, man kann doch nicht alles lieben. Ich sage, jetzt wer bestimmt jetzt das? Frag dich mal, warum nicht? Weil da irgendwer in dir drin ist, der sagt, das kann man nicht. Ich kann doch, wenn ich durch einen Zoo gehe, alle Tiere lieben. Die Giftschlangen, alles. Ich stelle mittlerweile fest, dass viele normale Menschen meditieren, kein Problem haben, bloß mit den Trockennasen auf uns herum. Aber das sind doch auch bloß Tiere. Ich kann doch auch alle Charaktere in Romanen lieben, selbst an Hannibal Lecter, den Menschenfresser. Was übrigens wieder gespiegelt gesehen die absolute Form von Liebe ist. Ich habe dich zum Fressen gehabt. Dieses Gesetz, fressen und gefressen werden, ich sage es nochmal, heißt lieben und bis zum absoluten Einswerden lieben. Weil wenn du jemanden vor Liebe aufrisst, dieses Gefühl der Sexualität, kennt man doch, wenn man, der Orgasmus, wenn man eins werden will. Mit wem willst du eigentlich eins werden? Genau genommen letzten Endes mit dem, der du schon die ganze Zeit warst. Das wird dann der Fall sein, wo du eine panische Angst hast und versuchst, es möglichst lang hinauszuzögern zeitlich. Das, weil du für einen kleinen Moment wieder der bist, der du bist in dem Moment, ich kann jetzt das Wort sterben, die tun mir alle weh, weil die würde was anderes bedeuten. Nennen wir es einmal die Auflösung. Wenn ich AUF lösen, dann löst du dich, macht man das AUF zu AUP, der Schöpfer UB. Die Auflösung ist, dass du dich zuerst einmal hier den Mittelpunkt verlassen musst, dass du wer bist und erst wenn du wer bist, kannst du dich wieder auflösen. Auflösen kann sich nämlich nur das Existierende. Weil das Existierende als Ding an sich etwas ist, was sich von AUB gelöst hat, was Ausgedachtes ist. Es ist eine Gedankenwelle. Das Meer selber wird sich nie, dieses rot geschriebene symbolische El Hayom, dieser Gott, der wird sich nie auflösen. Ganz einfach, weil er nicht existiert. Es existiert kein Gott. Kann sich nicht auflösen. Es existiert nicht einmal Geistesfunk, wie ich das nenne. Sobald was existiert, sprich vergänglich wird, auftaucht, wird es auch wieder verschwinden mit dem nächsten, was in dir auftaucht. Es ist eine vollkommen wertfreie Beschreibung von dem, was ist, was du von Augenblick zu Augenblick, von Mom-End zu Mom-End erlebst. Und immer dran denken, Mom heißt Fehler, es fehlt. Dein Wissen ist in keinster Weise falsch, es ist nur fehlerhaft. Es ist aber durchaus richtig, aber das Verkehrte, die Kehrseiten, die da dazugehören, die lehnst du ja permanent ab. Das ist das große Problem, Fragen, Antworten der Kategorie 2. Stimmt jetzt das oder stimmt es nicht, was der Udo behauptet? Ich sage, die Frage stellt sich nicht, hör mir einfach zu, geh den Gedanken mit und schau, was in dir passiert. Ich beschreibe das, was ist. Und wenn du nicht an deine Brille denkst, ist sie nicht da. Und dann ist sie wieder da. Und sobald du an was anderes denkst, ist sie wieder weg. Also was ist euer Problem, dass sich die Sachen auflösen? Das ist euer Leben? Nein, es ist wichtig, dass das, was sich einmal aufgelöst hat, immer wieder dasselbe von euch aus gesehen, was immer nur das Gleiche sein kann, wenn es auftaucht, haben wir gerade erzählt, dass das immer wieder da ist, weil ihr nicht loslassen könnt. Mein Weidezaun, das ist mein Weidezaun. Ob das eure Religion ist, euer Glaube ist, ob das ein Hotel ist, ob das ein Körper ist,
Du kannst, wenn du ein Kind hast, den Säugling so sehr lieben, wie du willst. Ich gehe mal davon aus, keine Mutter. Ja, super. Ganz, danke, danke, ganz toll. Keine, alles ist lieb, Holger. Alles ist gut. Mein Holger, das ist mein Holger. Ja, wenn man doch so machen kann, wie ich kommen will. Seine Frau hat einen anderen Holger gehabt. Das ist ganz eigenartig, ne? Man macht sich das selber. Du regst dich gnadenlos über einen Lebenspartner auf und dir ist gar nicht bewusst, dass der genauso ist, wie du dir ausdenkst. Und die Ursache davon ist dein eigenes Programm, das du zu durchschauen hast. Es ist so. Leute, es ist so einfach. Die Schwierigkeit, wenn du ein Komplizierdenker geworden bist, kannst du mit einfachen Sachen nichts mehr anfangen. Und dann wirst du ohne Arroganz, wenn ich sage, diese ganzen wissenschaftlichen Schwätzer, die esoterischen oder religiösen Schwätzer, das ist keine Arroganz. Als Udo meine ich in keinster Weise, dass ich besser bin. Du kannst einfach sehen. Ich habe aber überhaupt nicht das Bedürfnis, den Gedanken, die ich mir jetzt ausdenke, die ich jetzt anspreche, irgendwas zu erklären. Immer wieder, wo ich sage, wie geistlos muss einer sein, der einen Gedanken von sich selber versucht zu erklären, dass er Dummkopf ist. Ist doch logisch, dass ein Gedanke nichts wissen kann. Außer ich denke mir, der weiß dieses und jenes, noch was ist aber trotzdem nicht selber. Ich habe dann bloß den Eindruck, dass er das weiß. Aber nicht mehr, wenn ich weiß, dass er bloß deshalb das weiß, weil ich mir das jetzt denke. Auf dich wirken lassen, kannst du wiederholen. Das ist es. Und dann wirst du mächtig werden, dann wirst du merken, du ziehst dich zurück und dann sind deine Geschwister eigentlich bloß ein Spielball von dir selber, weil du hast den Trumpf in der Hand. Und wir wollen dabei nichts verändern, Herr Gut. Das ist immer wieder, spiel das, was du meinst. Freiheit ist nicht, du musst Neugier da sein. Geist im Hintergrund von Figuren zeigt sich, das ist immer dein Geist, wenn sich das einmal löst. Ich weiß, das klingt jetzt sehr, weil es einfach falsch ist, was ich sage. Das ist aber nicht falsch, was ich dir mitteilen will, sondern es ist geschuldet, dass ich nur in deiner Logik mit dir reden kann. Versuche mal mit einem Basic-Programm, mit einem reinen Basic-Betriebssystem, ein farbiges Bild mit Dolby Surround Sound auf die Lautsprecher zu bringen. Was dich hat, du. Und das ist eben das, was jetzt die Schwierigkeit darstellt, dass ich sage, all das Wissen, die Welt, die du jetzt mit deinem Intellekt aufbauen kannst, wenn du ein Computer bist, was du zu sehen bekommst, das abhängig ist von deinem ganz persönlichen Schwamminhalt, von dem Wissen und dem Intellekt, den du zum Denken benutzt. Da habe ich einen Trick eingebaut, nämlich den Trick, dass du weißt, dass in dir unheimlich viel Wissen drin ist, das du noch nicht kennst und noch nicht angeschaut hast. Dieses Wissen in dir, das nennst du Gott. Du nicht, du nennst es Internet. Und du kannst dich an dein Internet, an deinen Computer hinsetzen. Jetzt ist natürlich das Problem, weil du das Internet hast ja nicht außer nicht. Du meinst, das ist da außen und du holst immer wieder, vergiss es, dass irgendwas von außen in dich reinkommt. Wenn in dir was auftaucht, kommt es immer von innen. Und es bleibt in dir drin. Du kannst dir es woanders hindenken, aber es ist niemals dort, wo du dir es hindenkst, sondern es ist hier und jetzt in deinem roten Kopf. Das ist die Symbolik des träumenden Geistes oder es ist hier und jetzt auf deinem Bildschirm. Die Symbolik des Computers. Und es kommt aus dir. Das ist einmal das Allererste. Darum benutze ich diese Metaphern und darum ist auch der Computer und das Zeug zurzeit in dir da, um dich einen Schritt weiterzuführen in deiner geistigen Entwicklung. Und ich kann nur den Geist wach machen, der träumt. Niemals eine Figur, die du dir ausdeckst. Und solange du da nicht loslassen kannst und dich mit den Gedanken von dir verwechselst, dieses hier, was du immer wieder leiden. Und das Leidest du volle Breitseite mitkriegst, das ist immer wieder ein Rückfall in eine alte Struktur. Das ist Holger, wir machen Holger-Geschichte. Holger, Anna 60, ist sein ganzes Leben ist ein einziges Chaos gewesen. Da will ich jetzt gar nicht, ist zwar Ingenieur, VW-Ingenieur gewesen, wie durch ein Wunder durchkommen, aber ein Chaos, Familie, alles ein Chaos. Krank, Burnouts, wieder krank, wieder, und er hat sich natürlich immer vollkommen logisch erklärt, wer schuld ist. Darum sage ich, das ist die totale Entmachtung, wenn du dir vom Zweiten einreden lässt, wer schuld ist, dass dir Scheiße geht. Das ist der eigentliche Satan. Das ist dein eigener Intellekt. Das Ego. Auf jeden Fall, und jetzt hat er sich durchgerungen, nach Weißenburg zu ziehen. Januar ist er nach Weißenburg gezogen und schon in der Übergangsphase, auch viel vorher mit Prüfungen von mir, ist er wie neu geboren gewesen. Er sagt, die letzten 4 Monate sind die schönsten überhaupt, wo ich in meinem ganzen Leben die letzten 40 Jahre erlebt habe. Und da musst du natürlich wieder einatmen, ausatmen. Wir sind ja immer noch in der Welt der Perspektiven.
Und dann muss er sich irgendein Virus eingefangen haben. Dann ist er fast 40 Jahre Fach gelegen und hat sich eigentlich die Seele aus dem Leib geschissen. Das ist nicht irgendein Virus gewesen, sondern da hat er ein paar Sachen, da ist die alte Höllerstruktur wieder hochgekommen. Die bäumt sich immer wieder auf. Das heißt, wenn du irgendwas hast, soll dir das was sagen. Das ist nicht unbedingt negativ. Ich habe ja auch mit meiner Hüfte, mit meinem Bein. Ich sage, man kann gut damit umgehen, wenn das Lauf so ist. Selbst wenn mein Knie hatte, ist ja alles Symbole. Wenn du die Symbole, wenn du wirklich dich abgekoppelt hast, spielst du deine Rolle. Das Ding kann ja nicht leiden, das kann ich dir oft genug sagen. Wenn du dich gelöst hast von der Identifikation mit irgendeinem Gedanken, das kannst du sofort überprüfen, dann wird Folgendes passieren, dass der Schmerz immer noch da ist. Oder die Traurigkeit. Aber du hast dann die Traurigkeit, wie wenn du einen Film schaust, einen schönen Film anschaust, wo du heulen kannst, weil du dich reinfallen lässt. Oder einen Gruselfilm, wo es dich gleich schottert. Ich mache mit unserer 3D-Brille nochmal vom Jan, wo er erzählt, da gibt es einen ab 18, für die VR-Brille gibt es ein Videospiel. Da sind solche Schockeffekte drauf, dass er sagt, du, wir haben das gespielt. Wir sind vorher ins Internet gegangen und haben nachgeschaut, was im nächsten Raum passiert, weil wir haben uns nicht reintraut. Jetzt, wenn du sagst, das sind erwachsene Menschen, wenn du zeitlang eine Brille auf hast, verlierst du komplett mit Höhe, wenn du Höhenangst hast, verlierst du wirklich, dass du bist katapultiert in eine andere Welt. Das kann man jetzt in Ahren setzen. Ich sage selbst mit einer primitiven Sony VR-Brille für was weiß ich, 800 Euro oder was das Ding zurzeit kostet, kannst du das schon in Ahren testen. Das geht nur, dass du das Prinzip verstehst. Das ist deine VR-Brille, sind deine Augen, die du dir ausdenkst, die du noch nie gesehen hast. Dein Gehirn hast du noch nie gesehen, du hast dein Gehirn noch nie gespürt. Nur Geist. Du hast da deine Ohren noch nie gesehen. Wenn du das siehst, wenn das zu existieren anfängt, das sind solche Sachen, zeig mir deine Augen. Ich lasse nicht gelten, wenn du mir ein Spiegelbild zeigst von dir. Weil das, was du jetzt siehst, ist schon was vorgestellt, was Existierendes. Du kannst jetzt die eventuell spüren. Aber das ist immer so eine Sache. Das, was du bist das Zentrum. Und wenn du dir den Kopf um dich herum ausdenkst, wenn ich sage, schließe mal deine Augen, dann kannst du deine zwei Augen, das sind Sachen, die habe ich hunderte Male wiederholt, die kannst du vor dich hindenken. Jetzt, wenn ich die zumache, die spüre ich, die kann ich bewegen, das spüre ich vor mir. Aber der Witz ist, der schaut, ist dahinter. Ich kann da oben die Haare spüren, dann denke ich mir was nach oben und jetzt meine Zehen und dann die Beine, dann denke ich mir was nach unten. Aber alles, was ich mir jetzt wohin denke, ist, es läuft hier und jetzt ab, selbst mit der materialistischen Logik. Deine Welt ist ein einziger riesengroßer Phantomschmatz. Wenn man mich da aber versteht. Dein Gehirn gaukelt dir vor, sagt der Neurologe zu dir, wenn dir am Bein wehtut, das angeblich amputiert ist. Dein Gehirn gaukelt dir vor, dass das Bein noch da ist. Du hast ihm was Schmerzen, was gar nicht mehr existiert, weil das Gehirn noch glaubt, dass das noch da ist. Was meinst du, wie lange dir dieses Gehirn, symbolisch gesprochen, noch vorgaukeln wird, dass da außen eine Welt ist, unter der du leidest? Darum habe ich gesagt, deine Welt, deine ausgedachte Welt ist ein Phantomschmerz. Es ist ja wie ELD hebraisiert mit der Vordersprache. Das W ist doppelt aufgespannt und ELD heißt Brandopfer. Wir haben einen polaren Rand, B-Rand. Oder BR heißt das Äußere und AND heißt Auf- und Abschwingen. Original Hebräisch kann ich dir zeigen in den Wörterbüchern. Jetzt musst du irgendwann einmal glauben, dass die Sprache was ganz was anderes ist, wie die Lehrer, die du bisher deinen Glauben geschenkt hast, dir erzählen, dass im Laufe von Jahrtausenden sich aus unartikulierten Tierlauten irgendeine Sprache entwickelt hat. Das stellt die Kausalitäten auf den Kopf. Schon die Tatsache, dass ein Denker sich eine Vergangenheit denkt und meint, diese Vergangenheit war schon da, bevor er sie gedacht hat. Wenn du das Programm drin hast, dann glaubst du das. Du kannst es nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Das als hundertprozentig sicher anzusehen, das sind wahnsinnig, ich sag's nochmal, die leben in den eigenen Wahn. Und wer ist dann schuld? Ich. Also ich nicht. Das ist die Ichs, diese Ichs, diese vier Ichs. So simpel und einfach. Ich weiß als Udo jetzt, wenn ich jetzt zurückblätter, bei wie vielen alten Bekannten ich versucht habe, wenn du mit dem Vieh ich so anfängst, du die stürzen nur da, die haben null Interesse. Was natürlich auch immer wieder vorne weg ist, was für eine Meinung sie von dir selber haben. Kann man schön spielen. Wenn ich jetzt angenommen schaue, ein riesengroßes Problem. Mir besuchen dich jetzt und da ist eine vorab gestimmte Meinung da. Hättest du niemals was gesagt,
wirst du feststellen, dass wenn ich mit ihnen rede, ob das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist, müssen wir uns überraschen lassen, überhaupt einmal im Kleinen, weil ich kann ja nicht weg als Gäste. Aber das ist ein riesengroßes Problem, weil da schon ein Filter eingebaut ist von dir ohne Ende. Und ich merke dann, wenn ich jetzt unser Spiel, wenn ich wo eingeladen war, angenommen, die Inge wird mich jetzt einladen und da sind welche und die hat nie, was ich ihr nicht glaube, dass die nicht von Holophilen gesprochen hat. Oder von mir. Sag ja, erstmal deine Hausgenossen. Das sind die Hausgenossen, aber wenn ich jetzt ein schönes Beispiel, wie wir in Wien waren, hier die Diana besucht haben und da ist von der Freundin von der Diana, ist jetzt gar nicht, ist der Mann und der war zwar so ganz, der hat sich aber nie so groß dafür interessiert. Der Redo war so clever, Redo war ja mal fast Profifußballer in der Schweiz und das ist ja totaler Fußballfan und wenn die mit denen oft essen gehen, also Redo, Diana, wie die in der Schweiz, in Wien noch waren und die geht mit ihrer Freundin in den Mann essen, der Jürgen ist ja ganz ein netter, hat der Redo, war so clever, der klopft an und dann haben die meistens über Fußball geredet. Und jetzt war natürlich, der Udo wird natürlich einmal erwähnt, aber ganz uninteressant, weil der merkt, das bringt nichts. Und dann war ich ja in Wien und dann sind wir auch mit ihnen essen gegangen und der Jürgen, dann spricht er mit mir, Herr Betscher, und er so, ich Blödsinn, bin der Udo, was machst du für einen Scheiß? Und dann habe ich den ganzen Abend, und da war die Andrea dabei und selbst die Diana, die haben den Udo erlebt, wie ich mit jemandem rede, der überhaupt keine Ahnung groß jemals von Holophilien gehört hat. Und die waren so weg, die sagen, das war jetzt das größte Erlebnis überhaupt, der war so begeistert noch vom Udo. Ich habe aber gar nicht Holophilien, ich habe bloß neugierig gemacht. Ich habe nur neugierig gemacht. Ich sage dann, super, sag, Jürgen, lass uns einfach in Schnickschnack reden. Und dann kommen so meine Sätze, was hat der Känguru in Australien, der Neandertal in der Steinzeit und der Alphaton gemeinsam? Hat er natürlich Fragezeichen auf den Augen. Und dann sagt er, dich. Und dann sagt er, wieso mich? Weil du dir das jetzt ausdenkst. Und das ist jetzt, wenn einer gar nichts weiß, auch ich garantiere dir auch deine Schwester oder dein Bruder, wenn die jetzt nichts wüssten, und da sind einfach Gäste da, und dann setzen die sich einmal dazu, und dann quatsche ich ein bisschen, so wie, boah, so habe ich das ja überhaupt noch nie gesehen. Die Chance ist verdorben. Du weißt jetzt, was ich meine? Ja, ich weiß. Weil die vorabgestimmte Meinung macht dich so unendlich blind. Das Einzige, was ich zu meinem Bruder gesagt habe, dass du ein super Koch bist. Zum Beispiel auch, den werde ich vielleicht über, das war ja bei die Donis hier, vor die Donis der Schwiegersohn, der Gogoboy öfter sagt, der ist ja Haubenkoch gewesen auch und der hat für seine Familie, weil er Familienmensch ist, umgeschult zum Steuerberater, weil wenn du Koch bist, hast du halt Privatleben mit Kindern gleich null, Kochzeiten, Essenszeiten und da haben wir schon grillt miteinander und gekocht, dann habe ich auch einmal schön, das ist ein Haubenkoch, aber ich kann da schon ein paar Tipps, kann ich schon immer geben. Bis hin zum Kartoffelschälen. So, die schälen gestern einen Riesenhaufen Kartoffeln, ist aber zuck weg, hat es aber nicht hingebracht. Geht, weißt du, die hat dann bellt, die bellen und ich nehme die Kartoffeln dann, soll ich so machen und puff, und sofort fliegt sie aus der Schale raus. Das muss man aber kennen. Was für eine Kartoffel? Ja, nein, das noch keine rohen. Nein, die gekochten, so viel Kartoffelsalat. Ja, ja. Das kann ich mir eher vorstellen. Und das sind so Sachen, das sind lauter so Stellen. Kochen ist es, der Magier, das griechische Wort Mageros, habe ich ja schon gesagt. Die Magie selber, der Magier, dieses griechische Wort, was du feststellen, das baut auf Kochen auf. Mageros heißt ja, die Kochkunst betrifft, der kochen kann. Und Kochen ist ja, dass du Essen. Jetzt müssen wir mal die Sprachen wechseln. Das lateinische Esse, habe ich gesagt, heißt ja Sein. Du bist, was du isst, ist so ein altes Sprichwort. Mhm. Das heißt also definitiv, du bleibst eine Pflanze, solange du Pflanzen isst. Und Pflanzen sind unbeweglich. Die können nach oben wachsen, aber das war's dann schon. Die haben keine Beweglichkeit. Du bist, was du isst. Ein Löwe ist kein Pflanzenfresser. Es sind natürlich grobe Symbolen, wo man immer wieder sagen kann, ja, aber diese Welt der Symbolik zu durchschauen, das ist eigentlich das Wichtige. Und da hast du ja wieder die Reife, dass dich interessiert oder nicht. Und dann sage ich, das Nächste, was du lernen musst, ablegen zu meinen, du müsstest irgendwelche Gedanken von dir, von irgendwas überzeugen oder missionieren. Beobachte doch einfach. Was mir darum geht, ist das Wesentliche, die Veränderung passiert nicht, dass du dich selbst veränderst, das passiert eh. Bist jetzt auch langsam eine alte Suppenhuhnige, da müssen wir nicht drüber reden. Ja. Und dann kann ich immer wieder rückblättern, wenn ich zurück, Mai, sie mir damals, war das klasse? Nee, das war nicht damals. Selbstverständlich war das. Wenn ich sage, es gibt keine Vergangenheit, heißt es nicht, dass du die Seite nicht erlebt hast in deinem Leben. Das Buch, das schon existiert, wenn du zum Lesen anfängst. Und das Buch, das nicht endet, wenn du fertig bist mit dem Buch. Es endet nur dieses Leben.
Und zu sagen, ich will kein Leben mehr leben, die ganzen, das ist die große Falle von den asiatischen Glaubensreligionen, die genauso geistlich von jedem Anhänger einer Religion wird was nachgeplappert, was nie sein eigenes Wissen ist. Das ist so. Du kannst aus jedem tiefgläubigen, fanatischen Juden, einen fanatischen Moslem, einen fanatischen Katholiken, einen Zeugen Jehovas oder einen Scientologen machen. Du musst bloß das Schwämmchen in einer anderen Umgebung groß machen. Stimmt oder stimmt? Das sind jetzt meine Bilder. Das sind Märchengeschichten und Metaphern. Schmeiß ein Baby in ein Umfeld rein, lass es in einer Familie großziehen, dann kriegt es einen gewissen Intellekt und einen Glauben. Und dasselbe Schwamm, dasselbe Baby in einer anderen Kultur, in einer anderen Umgebung großgezogen, wird andere Meinungen vertreten. Der Schwamm bleibt der gleiche. Darum sage ich immer wieder, der Hubert jetzt als Figur innerhalb dieses Konstruktprogrammes wohlgemerkt. Diese Metapher setzt sich ja auf einer gewissen Logik, baut ja auf einer gewissen Logik auf. Innerhalb dieser Logik wird der Schwamm selber, wo ich jetzt sage, der Hubert als Persona, wird, wenn er in den Spiegel schaut, genauso aussehen, vielleicht die Frisur anders haben, was anders angezogen haben, aber das reine Gesicht wird derselbe Hubert sein, egal ob der in Persien groß wird, in Indien oder in Bayern oder sonst wo. Aber der Inhalt ist komplett anders. Selbst die Weltvorstellung um dich herum. Es könnte sogar dein Weltbild anders sein, dass du nochmal glaubst, du bist auf einer Scheibe oder auf einer Kugel oder auf einer Hohlkugel oder in einer Matrix. Das ist ja der Sprung 1999, wie von den Wachowskis dieser Film Matrix kommt, der übrigens nicht neu ist, da gibt es dann auch, das war bloß die perfekte Ausformung davon. Diese Symbolik hat aber keiner verstanden. Die reden zwar alle davon, sind aber immer noch Materialisten. Weil das ist dann doch zu viel. Und immer wieder, wenn ich sage, wenn wir Vorlesungen reden, selbst von realistischen, im tiefsten Innern schwingt der Materialismus so hartnäckig mit in jedem religiösen Menschen, in jedem esoterischen Menschen. Der Materialismus ist das Grundprogramm des eigentlichen Dogmas. Und dann wird die ganzen heiligen Schriften, die Esoterik, ist alles in Ordnung. Darum ist mir gerade der Geier heute so schön, wie der redet. Das ist das typische ESO-Geschwätz. Hier, es ist ja nur, wir müssen uns ins Jetzt holen, in die Ruhe bringen. Und alles, was er spricht, spricht er, wenn er selbst von ausgedachten Sachen da außen, das kann ja nur hier innen sein, aber das ist alles so wie Schiwaschi. Auch dann immer, wenn er Geist, dann selbst, dann wird Geist oder Bewusstsein was man sich denkt. Und ich sage, dann kannst du ihn eh schon ausschalten. Weil dann ist das Wesentliche nicht verstanden. Oder die Diskussion, ob es Gott gibt oder nicht Gott gibt. Gibt es so ein schönes Video hier von zwei Physikern, oder Theologen und ein Physiker, die diskutieren, ob es Gott gibt oder nicht. Ganz hochinteressant ist, dass du merkst, wie geistlos diese Figuren sind. Zumindest sind sie so, wie du sie dir ausdenkst. Für manche sind die hochgebildet. Als wenn der Gedanke gebildet sein könnte. Setz einfach nur für Mensch Gedanke. Es ist ja nichts anderes, wenn man es jetzt denkt. Die vier Stufen der Vergessenheit verstehen. Der Wechsel vom reinen bewussten Gedankeninhalt von der gedanklichen Information, feinstofflich, bis hin zu der sinnlich wahrgenommenen Information. Beides ist eine Information. Das sagt sogar dein momentaner Glaube, ist ja gar nicht so falsch. Jetzt machen wir ein Päuschen. Und dann schauen wir mal weiter, wie das hier weitergeht. Das ist schon interessant, das ist wild. Das muss man machen, das erzählen die Gurus nicht. Die sind viel zu selbst beschäftigt mit ihr Nichts. Mehr gemeinsam, wie du gemeint hast, ne? Ja. Mit die 86. Ne? Ja, du bist aus der 86. Du bist mir das von der 86 gezeugt. Ich habe jetzt den Leib vom Herzen. 32. Man muss es bloß richtig setzen. Und darum habe ich mir gesagt, das ist, wenn du einmal wo reinschießt und Fehler machst, ob das beim Holger ist, bei vielen Sachen, ist es ganz schwer. Es ist ganz schwer. Und du musst auch da, ich nehme alle Schuld auf mich. Ja. Du hast jetzt, was ich mitkriege. Wenn du nie was gesagt hättest, wäre das ein ganz anderer Ansatz. Weißt du, das Problem war, ich habe ja unbedingt, sobald, wenn sie heißen, ich fahre Mitte Juli nach Deutschland, dann wissen sie ja genau, dass ich vorher fahre. Ja. Nicht, dass ich wieder zu. Wir haben jetzt eigentlich, wie haben die eigentlich von dir aus reagiert, wie die Helga das angemeldet hat? Nein, das war dann, weißt du, das war mein Fehler. Ich habe das weitergeleitet zu meinem Vater. Und der hat ja super gesagt, die kenne ich, die habe ja. Ja, noch gesagt, und blöderweise ist mir dann etwas ausgerutscht, dass die Schwester zu mir sagt, weißt du, typisch,
Weißt du, wo hast denn die aufgegabelt? Ja, da habe ich noch nichts gesagt. Da habe ich das Maul gehalten. Und dann habe ich, mir tut das einfach so weh, wenn sie immer behaupten, Holofilling war die Ursache, wie ich ins Nahen ausgekommen bin. Das ist ja das. Das bist du selber gewesen. Nein, das weiß ich. Ich weiß das, wo ich selber. Weil, oder die müssen ja immer an der Schuld sein. Das ist genau von ihr aus, von deiner Schwester aus gesehen, was sie ist. Und von deinem Bruder aus gesehen ist er die Ursache, wenn er was er ist. Weil immer der sich ausdenkt, die Ursache ist. Aber und das war aber so. Ich habe ja schon mal eine Psychose gehabt, da bin ich halt ohne den Namen weggekommen. Das war einmal 96 und einmal 2000. Und da war jedes Mal auf einem Seminar. Also 96, das war so ein Selbstfindungsseminar. Ja, genau. und 2000 auch. Und jetzt musste mich jedes Mal, nach dem Seminar, wo ich bin in diesen psychotischen Zustand gekommen, oder diese Warm, Schizophrenie. Und dann müssen jetzt mal der Bruder müssen holen und nach Hause fahren. Ne? Und jetzt wieder dann, wie es mir dann das dritte Mal passiert ist, dann ist mir das aber zu Hause passiert. Und jetzt, wenn sie mich schlafen hätten lassen, dann richtig ausschlafen, dann wäre es wahrscheinlich wieder, wie es das zweite Mal war. Aber diesmal haben sie mich dann gleich. Und das war ja damals auch so, ich habe es ja erst 10 Tage, nachdem ich von außen Vortrag, wie wir in Leinfeld waren, weil zu Hause bin ich wieder voll in den Stress rein. Ich bin am Donnerstag nach Hause gefahren, früh war schon wieder voll. Bergfrühstück und volles Rohr. Also ehrlich gesagt, extremer Stress. Und durch das, dass ich jetzt aber so überdreht war und so viel, für mich war das so ein Ereignis, den ersten Vortrag im Kleinfeld. Und ich war so überdreht und ich habe einfach nicht mehr schlafen können. Ich habe so viel. Und dann nur noch Kaffee und Zigaretten. Helmut halt, ne? Ja. Der volle Helmut. Und jetzt habe ich hast den vollen Helmut wieder reingezogen. Und durch diesen Schlafanzug bin ich wieder in diesen schizophrenen Zustand gekommen. Und dann, und das war aber 10 Tage noch, also das war dann erst der 11., weil das war erst am 10. August, wo sie mich dann zum Arzt getan haben und die hat mich natürlich dann noch ins Bezirkskrankenhaus. Und in meiner Schizophrenie, meinem Verfolgungswahn, bin ich von dem Bezirkskrankenhaus allgemein abgehauen und wollte noch irgendwo hin oder nach Hause. Ja, das Gefühl gesehen. Und da hat man natürlich dann die Polizei, die Polizei hat mich dann geschnappt, habe ich zurückgemacht und dann haben sie mich natürlich gleich ins Narrenhaus. Und dann habe ich natürlich 3 Tage voll ruhiggestellt. Das hilft alles nicht. Das ist der Wahn. Das, was die machen, ist der Wahn. Die ganze Psychologie, das ist immer wieder. Du hast ja, glaube ich, Psychologie studiert, ne? Das ist, wie ich in die 80er Jahre habe, die Psychologie heute, kennst du ja bestimmt, und wo ich dann irgendwann einmal gemerkt habe beim Lesen, verdammt nochmal, das ist eigentlich nichts anderes wie eine Modezeitschrift. Das ist rein, das sind Strömungen. Und da werden Bücher verkauft, Seminarräume hin, die Anzeige, die ist ja schweinisch teuer gewesen damals, die wird immer, wenn es gibt, immer nur teuer sein, vierteljährlich erschienen, die war eine Zeitung. Und wenn ich dann durchblättert habe, ich zuerst einmal festgestellt, das typische, du zahlst für 80 Seiten oder was die damals gehabt hat, 90 Seiten nochmal. Und dann blätter ich durch und schaue rein, die Gesamtmenge der 80 Seiten. Und dann habe ich zuerst einmal festgestellt, also die reine Werbung, die drin ist, die ersichtliche Werbung, die macht von den 80 Seiten 60 Seiten aus. Zahle ich 12 Euro für eine Zeitschrift, dass ich 60 Seiten Werbung kriege. Die 20 Seiten, die überbleiben, dann diese Artikel, die drin sind, ist mir dann aufgefallen, dass das dann mal immer, wenn irgendeiner dann einen Artikel geschrieben hat, dass das eigentlich Public Relation war von einem neuen Buch von dem, das extrem beworben wurde in dieser Zeitung. Und dass jetzt die Themen selber gewechselt haben wie die Rocklängen in den Modezeitschriften. Da ist ganz damals war der Hype positiv denken. Da sind Bücher rausgekommen und Seminare über positiv denken. Toll, Bericht über positiv denken. Und ich habe immer gesagt, das ist wie alle wollen den Kreis, du musst dir einen Kreis denken. Und ich habe immer gesagt, Leute, du schaust immer einen Kegel an, bei mir im Laden damals schon, und positiv denken hast, ich schaue einen Kegel an und rede mir ein, das ist ein Kreis. Und ich sage immer wieder, pass auf, Scheiße bleibt Scheiße, du kannst jetzt immer einreden, das ist Kaviar, es bleibt Scheiße. Das war ja der Anfang. Jetzt pass auf, dann schwingt die Mode um.
Plötzlich kommen Bücher, die Falle des Positivdenkens. Die Falle des Positivdenkens. Dann wird irgendwie da hingewiesen, dass das das nicht besser macht. Das war aber nur eine gewisse Zeit, dann kommt NLP, ja. Neurolinguistisches Programmieren. Ja. Dann Neuerscheinungen und plötzlich nur wieder Public Relation Artikel für diese Bücher. Und ich habe gesagt, was ist eigentlich Psychologie? Das ist das Allerkrankeste, das hat mit Wissenschaft gar nichts zu tun. Und du kannst dann, je nachdem, welche Strömung du hast, wenn du jetzt Probleme hast und du gehst zum Psychiater und er sagt jetzt zum Beispiel, ja, und ich habe Psychosen, und dann erzählst du, legst dich auf die Couch und dann sagst du, ja, und mein Vater ist ein Versager und er hat nie was auf die Reihe gebracht, dann sagt der Psychiater, wenn du Psychosen und nichts bist, der vollkommen Breitseite der Vater in dir drin. Wenn hier du sagst, ja, und ich habe Angst und Psychosen und du erzählst, dein Vater war haschsichtig und er hat mich geschlagen und er hat alles niedergebuttert, haben wir es doch schon, dein Vater. Du, das ist dasselbe in Grün, ich kann mir alles hinbiegen, das ist Psychologie. Wenn du jetzt hier nicht, das ist ja gerade jetzt immer, und dann kommt das Gehirn ins Spiel, das ist immer Oliver Sacks, wenn du Fallbeispiele, gibt es ganz tolle Bücher über Fallbeispiele. Und da ist immer so die Sache, er bringt einen schönen Satz, wir haben die rechte und die linke Gehirnhälfte. Das ist natürlich jeder, der dir das erzählt, plappert wieder an anderen nach. Die Quelle selber findest du fast überhaupt nicht. Die wirst dann meinen, das löst sich in Luft auf. Das ist ja, wenn dir Platon was erzählt, die Physiker, die Philosophen, dann reden sie von Platon. Und Platon selber ist ja der zitierte eigentlich immer Sokrates, seine Lehre. Von Sokrates gibt es schon fast nichts im Allgemeinen. Die Platon-Dialoge bauen alle in Autarkie. Die Platon-Dialoge sind immer irgendwie Sokrates mit irgendwer. Und Platon erzählt die Geschichten von seinen Lehrer, von Platon selber. Und das ist dann schon, weißt du, der löst sich dann schon in einem gewissen Maß wieder auf. Und jetzt ist es also so, jetzt habe ich den Faden verloren, dass also, wie gesagt, die Psychologie Oliver Sacks war ich, diese Fallbeispiele, rechte und linke Gehirnhälfte, ist auch nachgeplappert, ist natürlich ein Symbol. Im Auge mit die, du hast in der Retina die zwei vererbten, sind ja eigentlich vier einzelne Bilder, weil du in einem Auge ja schon ein Auge ist ja schon eine Doppelvererbrillung, die andere, was dann über Kreuz geht. Und das ganze Rechenzentrum ist ja eigentlich immer nur links. Das linke ist das Umgedrehte. Ich sage immer, rechts ist richtig, rechts ist richtig. Und links, wenn ein Hemd oder eine Hose, ein Strumpf umgedreht wird, dann sagt man, der ist auf links gedreht. Links ist verkehrt. Ich bleibe jetzt nur in der Sprache. Das sagt schon sehr, sehr viel aus über die Politik. Der ist link, der ist falsch. Die Sprache, es wird komplett ignoriert. Wenn du ein Fan von einem Linken bist oder Vegetarier bist, das, was du isst, du bist, was du isst, ist für mich schon weg vom Fan. Oder noch dann schlimmer, die Veganer, die dann sagen, ich will mit dir überhaupt nichts zu tun, aber ich esse nichts. Das ist ja immer der Satz, immer, wieso isst der Veganer kein Huhn? Weil da ein Ei drin ist. Die essen ja und das ist jetzt das Spiel, das jetzt hochinteressant ist, dass der Oliver Sacks noch jetzt rein beschreibend sagt, dass also die ganzen Fallbeispiele, man kann mittlerweile sehr, man kann genau, wenn man das Gehirn erforscht, wenn das nicht funktioniert bei dir, was da ausgefallen ist, das bezieht sich alles nur auf die linke Gehirnhälfte. Ich habe das aus dem Buch heraus. Er sagt dir, auf 1000 oder 2000 Schriften, wo du hast, wo die genau analysieren, was links kaputt gegangen ist und was das für Auswirkungen hat, ist von der rechten Hälfte, was da passiert, wenn die kaputt geht, weiß man so gut wie überhaupt nichts. Das ist richtig, weil vom Rechten weiß man gar nichts. Normale Menschen sowieso nicht, die wissen vom Rechten nichts. Weil alles links ist. Religion ist links, esoterisch ist link. Es ist umgedreht. Ich sage, darum soll man drehen, jetzt hast du die Kausalität um. Alles, was du dir denkst, stammt, kommt aus dir. Aus dir. Und dir meine ich jetzt das weiche Tier, nicht den du dir ausdenkst. Auch das Tier, das du zu sein glaubst, kommt aus dir. Das ist übrigens der einzige, den du als Schädel hast, du mal um dich herum denkst. Außer du denkst dich in die Vergangenheit und in die Zukunft, dann denkst dich woanders hin. Im Jetzt bist du immer das Zentrum von dir. Bis du dich woanders hinsetzt. Dann sind das aber Vorstellungen. Das ist was Ausgedachtes. Das ist eine ganz andere Form von Psychologie, ne? Aber der Witz ist, das kann jeder nachvollziehen. Das andere sind Wischiwaschi-Geschichten. Das zu unterscheiden erfordert wieder Bewusstsein. Und das wäre jetzt, da müssen wir jetzt die Kapazitäten hinsetzen, könnte ich wieder jetzt sagen. Wir haben das Thema gestern gehabt, Tobias, wo ich sage, gerade die jetzt, Goethe-Gesellschaft, oder die müssten jetzt, die wirklichen Leute, die was zu sagen haben in der Psychologie, die müssten sich das anhören. Aber dann habe ich dir gleich gesagt, da wirst du irgendwann einmal über viel Leben lernen, dass
Diese Gedanken, die kannst du ganz vergessen. Wissenschaft ist Wissensverhinderung. Es ist Verfeinerung von bestehendem Wissen, ein noch mehr Zerdenken von einem bestehenden Wissen, das immer noch verfeinert und verändert wird. Ich könnte jetzt auch besser gemacht werden, denke an Dieselmotor. Früher habe ich immer gesagt, der Rudolf Diesel, der da sitzt und mit der Luftpumpe spielt. Eine Geschichte habe ich aus das Buch heraus. Und der drückt die Luft, hält die Luftpumpe zu und drückt einen Kolben hoch und es wird heiß. Und dann kommt ihn immer wieder, es fällt ihm ein, kommt in dieser Gedanke, so wie bei meiner Sternenlampe, kommt in dieser Gedanke. Von diesen Gedanken, komprimieren, heiß explodieren, bis zum ersten mehr knatternden als laufenden Einzylinder-Dieselmotor, wenn man jetzt die technische, diese Trail and Error-Geschichte sich einmal anschaut, weil da muss ja, es geht ja nur in einen ganz gewissen Bereich von Gemischsättigung, dass das funktioniert, dass das explodiert. Wenn du keine Ahnung hast, musst du rumprobieren. Weil das wissen ja viele gar nicht, dass also hier dieses Diesel-Luftgemisch, wo da eingespritzt wird, dass diese Explosion wirklich nur funktioniert in einem ganz engen Bereich von Sättigung, dass das gesättigt ist mit Diesel. Magst du zu viel reingehen, nichts, magst du zu wenig reingehen, auch nichts. Da gibt es immer schöne Versuche, wenn du jetzt zum Beispiel hier einen Luftballon nimmst und du tust in einen Luftballon ein paar Tropfen Diesel rein. Dann machst du den zu und dann schüttelst du den. Dann gibt es ja Gasgemisch, okay? Okay? Und dann nimmst du den Luftballon und hältst den Luftballon ganz einfach mal wegen über Katze. Ist natürlich klar, dann schmilzt es und dann ist genau dieses Diesel-Gasgemisch an der Flamme und dann passiert ja was. Und jetzt pass auf, ist interessant, wenn du zu viel reindust, dass das zu fett ist, nennt man das, und du machst es drüber, pup, und dann hast du eine extreme schwarze Diesel, eine riesen Dieselwolke, dann ist der Diesel nicht richtig eingestellt. Wenn du zu wenig reindust, dann passiert gar nichts. Und wenn du genau diesen kleinen Bereich, dann tust du einen richtigen Schlauch und es ist auch fast kein Schwarz, hast fast keine Abgase. Das ist das, wo die jetzt mit der Elektronik spielen, aber der Rudolf Diesel hat ja nur den Gedanken gehabt. Denken wir uns jetzt natürlich in die Vergangenheit. Magst du nicht verwirkliche Wissen? In meiner kleinen Vorstellungswelt kann ich immer nur mein Wissen aufbauen. Das Wissen ist mein Schwamminhalt. Was jetzt aber passiert mit dem Internet, durch dieses Internet, das jetzt da ist, hast du einen Zugang zu unendlich viel Wissen. Sichtweisen, Perspektiven. Die sind alle, wenn sie da sind, wenn du sie anschaust, wenn du sie denkst. Aber jetzt kommt das Irre, dass genau das Gegenteil passiert in der Welt, in der linken Welt, dass das zur kompletten Verdummung der Menschheit geführt hat. Weil jetzt nur noch rumgestritten wird über Vergangenheiten, über Meinungen, über alternative Fakten, die es nicht gibt. Von Dummköpfen, die bis zum heutigen Tag nicht wissen, was das Wort Faktum bedeutet. Eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache, ihr Bild ist ein Bild, schaut ihr den ersten Weißenbuchvortrag an, wo ich das schön bringe, wenn sie streiten hier. Wenn ich vorm Fernseher sitze, plötzlich auf einem Monitor mit flackernden Lämpchen und dann sehe ich Türme einstürzen, die physikalisch so gar nicht einstürzen können. Und jetzt wird dein Ego dir erklären, ja, ist doch bloß, haben die doch aufgenommen, ist doch Live-Übertragung. So, es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Wo war jetzt die ganze Zeit der Eiffelturm, Andrea? Der war nicht da und jetzt ist es ein Wort und jetzt denkst du dir den denkst du dir nach Paris. Genau. Du hast keine Möglichkeit, das zu überprüfen, ob der in Paris ist. Der ist jetzt. Du kannst natürlich jetzt dich als Brösel in ein Auto setzen, da hinfahren und dann siehst du ihn. Der bezweifelt ja keiner, ist aber auch in deinem Kopf. Ist sind nicht wahrgenommene Informationen. Ja, aber den sehen doch dann die Leute, die dort sind. Ja, die sind auch jetzt in deinem Kopf. Du merkst, das ist das, dass du dich komplett einsperrst in diesen Glauben, in diesen Frame. Du wirst dir alles immer logisch erklären, bloß immer nur, dass du nichts vollkommen Neues kriegst, das deiner Logik widerspricht. Ist perfekt eingeschätzt, oder? Ja, hat alles seinen Sinn und Zweck. Und das ist, drum ist es da, dass du es irgendwann einmal erkennst. Ja. Das ist schon gemein. Das ist schon gemein. Brauch mich nicht, wenn wir rund nicht gedreht haben, um das zu erkennen. Ich meine jetzt nicht den Udo. Das immer meinst du immer wieder was Neues. Und drum ist immer wieder, wo ich sage, der mich jetzt ausdenkt, ist ein Auserwählter. Die du dir ausdenkst, mit Sicherheit nicht. Das sind einfach nur vergängliche Erscheinungen. Und da kannst jetzt die Liebe, du kannst wirklich Liebe werden, rot, meine Definition von Liebe, das wird für einen, der nur die blaue Liebe kennt, die einseitige Liebe kennt, wird das total lieblos erscheinen. Aber ich sage, was zerbrichst du dir den Kopf über das, was man nicht aufhören kann? Jeder Säugling wird sich auflösen. Und jeder Erwachsene wird sich genauso auflösen. Und das liegt im Sinne der göttlichen Schöpfung, um das einmal so biblisch auszudrücken.
Da muss man nicht jammern, weil Auflösung heißt Verwandlung. Das ist immer wieder, drehe ich Runden oder erhebe ich mich bei jeder Auflösung auf eine nächsthöhere Bewusstseinsebene. Was dann plötzlich zu Dimensionen wird, wobei das mit der Vorstellung von Dimensionen, wie die Schwingungen, wie ich immer wieder sage, was die Schwachen, die wissen doch gar nicht. Die haben eine Vorstellung, was eine Schwingung ist, wissen tun sie es nicht. Da müssen sie Holofeeling studieren. Da muss ich zuerst einmal das Gefühl, alles zu sein. Dann bin ich der, der immer ist. Und dann bin ich, egal welche Welle mir auftaucht, ich bin jede dieser Wellen. Und bin trotzdem keiner. Weil ich ja immer bin und die Welle ja vergängliche Erscheinung ist. Der widerspricht sich ja laufend. Hör zu, dann wirst du feststellen, dass dieser Widerspruch zusammengehört. So. Ich schenke keinen reinen Wein in alte Schläuche. Ich sage immer, ich schenke in eine Tasse keinen reinen Wein ein, solange da noch ein K-Affe drin ist. Und das heißt wie ein Affe. Und Affe ist Affinität. Und Affinität ist diesbezüglich die Symbolik vom Adam. Männlich und weiblich Säger wie eine Körper. Jetzt sind wir wieder bei unserem Necker, wo ich gestern erklärt habe. Das Nähen. Das ist der Korban eigentlich. Das ist eine affin berechnete Polarität. Das heißt neu sein, sich annähern und innen. Und dasselbe Wort hast du auch Schlacht, Kampf. Aber Shin lacht, ist die Logik, die lacht. Lach heißt Lebensfrische. Mhm. Merkst du, das Wort Schlacht wird komplett anders. Ja. Was tut am Schmerz weh? Das M. M steht für Gestaltwertung. Scherz. Da kommt der Scherz. Bingo! Hey! Der Helmut ist dabei. Das Einzige, was am Schmerz weh tut, ist die Gestaltwertung. Das ist das M. Wenn ich jetzt ein Unglück mit einem Unglück konfrontiert werde, was übrigens HWH heißt ja auch Unglück, jetzt kann ich das negativ sehen, aber ich sage, ich schreie dich, das bückt doch schon an. Jetzt ist, wenn du die Unvorsilbe als Verneinung nimmst, dann heißt das ja kein Glück. Dasselbe Wort hast du übrigens Gegenwart. Aber Glück ist ja die ersten zwei Buchstaben galt, das heißt Welle auf Hebräisch. Un heißt aber rot geschrieben eine verbundene Existenz. Und das ist die Welle. UNGL. Stimmt oder stimmt? Oder möchtest du was essen? Nein, Moment noch nicht. Was gibt's denn? Ich hab die Antwort, also ich kann dir ein Brötchen machen mit Honig, es mit gibt Käse, mit Wurst. Nein, jetzt momentan nicht. Danke. Okay. Der leckere Kuchen ist leider alle geworden gestern. Ja, das hätte ich gern probiert, ich freue mich. Einer der besten Kuchen, die ich je gegessen habe. Aber ihr merkt jetzt Dinge, das ist immer wieder diese Wiederholung. Das ist, es geht nur. Ja, da müssen wir die Wörter aufwecken, dann lasse ich so ganz leicht. Sollten wir das wiederholen, mache ich zwei. Ja. Aber weißt du, das Größte ist halt einfach, dass jemand da ist. Und sag mir vorher Bescheid, dass ich Gott wirklich wenig geschickt esse vorher. Hat, der mir das alles erklären kann. Ja. So du dir selbst? Du dir selbst? Ja, aber trotzdem. Ich mir selbst, ich wäre wahrscheinlich nie drauf gekommen. Ein Gedanke, Inge, kann nicht drauf kommen. Da muss zuerst einmal, der Denker muss es wissen, dass ich immer wieder sage, wieso sind die Menschen so dumm, weil du dir die so ausdenkst. Das Witz ist aber, dass du ja alles spiegelst, dass du meinst, dass viele sind gescheit. Gescheit hast geschieden. Gescheitert. Gescheit geschieden. Das war jetzt übrigens, wo es richtig kompliziert wird, wenn ich jetzt in Sanskrit reingehe, dass das ja nochmal ganz anders ist. Dass also hier da die Auflösung feiner wird wie im Hebräischen. Da haben wir wieder zwei Seiten. Ich kann feiner auflösen, dadurch wird es zwar präzise in Bezug auf Einzelexistenzen, aber in Bezug aufs Ganze wird es schwammig. Das ist wie wenn du in der Medizin in ein Fachgebiet reingehst. Mhm. Dann wirst du immer mehr, mein Beispiel mit diesem einen Bild. Bi-Ilet heißt im Kind. Ich kann jetzt Bi lesen. Bi heißt ja in mir. Ich wiederhole immer die kleinen Sachen. Es geht mit allen Wörtern, aber dass ich das setze, dass du mal grundradig bist. Bi heißt in mir, das ist zuerst einmal ein polarer Intellekt oder im kleinen Gott. Kleiner Gott rot geschrieben, Intellekt blau geschrieben. Bi innen, als Vorsilbe. Auf Griechisch heißt es zwei. Dann ist ja die Bibel. Dann heißt der in mir ist in Gott oder in mir sind zwei L. Zwei Götter kann ja Joch setzen. Dann habe ich die Spiegelung. Jetzt merkst du, dass ein Wort wirklich auf 400 Seiten muss. Es ist gezippt, nämlich gezippt. Der Begriff Zip in der Computertechnik ist ein Komprimierungsprogramm, wo man Daten kleiner machen kann.
ohne dass was verloren geht. Das ist übrigens sehr interessant, wenn du Filme komprimierst, wenn du das anschaust mit neuesten Wavelength-Technologien, man spricht immer in der Nachricht, ich habe ja bei aller Bescheidenheit, habe ja Fachstunde des Heeres für Elektrotechnik und Elektronik, war ich Stammpersonal, da war ich Spezialist für Nachrichten und Verschlüsselungsgeräte unter anderem. Und wenn du hier was überträgst, ist immer wieder, was kommt an? Und das ist dieses Ankommen, ist es noch erkennbar, das Ursprüngliche? Wie weit kann ich was reduzieren, dass eigentlich der Sinn noch ankommt? Und wenn wir jetzt so zum Beispiel Dateien komprimieren, Filme komprimieren mit Wavelet-Technologien, ich kann das bei meinem Programm schön schauen, wenn ich runterfahre, die normale, eine Skype-Aufnahme, wir sagen mal, die kommt mit einer guten Qualität an, die kann ich ohne Probleme, kann ich hier runterfahren auf gut 20% Kompression, also dass nur noch 20% der Datenmenge ist, wenn du oberflächlich hinschaust, merkst du fast keinen Unterschied zum Originalbild. Wenn es nicht eine HD-Aufnahme ist, darum habe ich jetzt Skype gesagt. Wo es dann eher max ist, wenn ich jetzt ein feststehendes Bild meine, wegen meinem Bildschirm einblende, der merkst du, die kann werden unscharf beim Ton. Aber man sagt normalerweise, du kannst mittlerweile fast auf 2%, also 98% der Daten weglassen und du kannst eigentlich immer die ursprüngliche Information, auch wenn ich das grob pixel, ist das noch einwandfrei. Es fällt dir, wenn du auf den Kontext achtest, gar nicht einmal auf, dass du merkst, wie viel das da überflüssig ist. Das ist, wenn ich jetzt Natürlichkeit herstelle, das natürliche Bild, und ich mache das jetzt einfach ein wenig unschärfer. Ich sage, ich kann die Farben draußen lassen. Wenn du einen Schwarz-Weiß-Film, habe ich euch gesagt, wenn du einen spannenden John Wayne-Western, einen alten Western oder einen alten Schwarz-Weiß-Film mit Spencer Tracy und Hepburn oder Cary Grant oder was auch immer anschaust, das ist ein fesselnder Film, du musst dir dann auch eingestehen, dass dir gar nicht auffallen ist, dass keine Farben draußen sind. Genau. Weil die nicht wichtig sind. Man geht in die Geschichte rein. Man geht in die Geschichte rein. Das war immer das große Spielen bei mir, bei den Lehrern, dass ich die, als erste Ich bin du, waren ganz am Anfang viele Lehrer. Feddings, Helene, Schulrektorin, Fedding, Margot-Lehrer, Peter-Lehrer, die Trixie, die Tochter-Lehrer, dann waren in Bayreuth damals etliche Lehrer und die haben sich massiv gestört an die Fehler in Ich bin du. Und die Schwierigkeit ist, dass ich aber doch wirklich ganz in den Vorworten schimmer, wenn du sagst, wo ich ganz klar darauf hinweise, vergiss es, wenn ich jetzt da was anders schreibe, das ist unwichtig. Das hat von mir aus gesehen natürlich schon einen Sinn. Der Wahn ist wieder das Festhalten an der bestehenden, gelernten Rechtschreibform, die sich ja selbst im Laufe deines jetzigen Lebens schon ein paar Mal verändert hat. Dass sich auch keiner wird auf die Idee kommen, wenn er die Lutherbibel im Original liest, dass er den Vorwurf, den brauchst du gar nicht lesen, der Depp kann ja nicht einmal richtig rechtschreiben. Aber das ist es, was Leute gar nicht auffällt. Sobald jetzt da ein Ordnungsband kommt, ja, den Depp kannst du ja gar nicht einmal richtig rechtschreiben. Obwohl ich in den ersten Sätzen schon darauf hinweise, dass das oft ein wenig anders geschrieben ist. Und dann war es so schön bei der Trixie war ich jetzt hier als Lehrerin und mit diesem Verstehen habe ich immer darauf hingewiesen, dass sie eine Erfahrung gemacht hat, dass das, die mittlerweile geht ihnen das so am Arsch vorbei, wie der Udo das schreibt, dass sie festgestellt hat, wenn sie in der Schule als Lehrerin, als junge Lehrerin, wo es mittlerweile ist ja Schulrektorin, habe ich gesagt, in die Fußstapfen der Mutter geht reden, aber wie die dann angefangen hat mit Holofilling, und da hat sie ja noch Diktate korrigiert, sie sagt, du bist eine reine Maschine, wenn du jetzt einen Stapel hast in deiner Klasse, du fährst drüber, ich kann dann auch gar nicht sagen, was da eigentlich geschrieben wurde, weil ich nur abraste nach Fehler. Der Mensch ist ein reines Konstrukt, wäre und Vergleichsprogramm. Dann ist das Vergleichsprogramm, da ist dein Ideal drin, ja, und dann rastest du nur die Fehler ab. Genau. Das ist das Erste. Und jetzt mit dem Holofeeling hat sie gelernt, dass sie auf diese Oberfläche gar nicht achtet, sondern auf den Kontext. Und sie sagt, seitdem ich das mache, sehe ich die Fehler gar nicht mehr. Weil sich der Fokus verändert hat. Ja, ja. Und das ist jetzt beginnt die Selbstbeobachtung. Ich habe ganz am Anfang, was ich nur in Vorträgen habe, gesagt, wenn du jetzt zum Beispiel in einem Verlag arbeitest, da haben wir einen Lektor. Das ist ja, was viele gar nicht wissen, dass also hier, wenn jetzt ein Auto was abgibt, dass jetzt erst einmal durch den Lektor läuft. Der Lektor verändert es oft in starken Fällen noch weiter und dass der Lektor oft auch was umstellt. Und ich weiß jetzt, bei einigen fällt jetzt der Name nicht ein, bei Weltautoren, Weltliteratur, dass die rechtschreibtechnisch sowas so verkehrt schrieben, die Manuskripte, wo die abgeben, das muss erst durch den Lektor laufen, dass die da auch nicht so fit sind. Was ganz tolle Weltliteratur ist, was du liest, hat der nicht in der Form gar nicht geschrieben, weil das durch den Lektorat gelaufen ist.
dann geht das Ganze, wenn es mit dem Lektor abgesegnet ist, wo man dann noch manche Sätze aber schöner hinformuliert. Jetzt denken wir uns das natürlich wieder aus. Die Welt da außen funktioniert für mich so, weil ich sie mir so ausdenke. Bibi Langstrumpf. Ich mache die Welt, wie sie mir gefällt. Okay, jetzt geht es dann in den Satz. Und jetzt ist interessant, dass der Setzer, der achtet weder auf Fehler noch auf den Kontext, sondern Oma, der schaut der Seite an mit den Zeilenumbrüchen. Ja. Nehme ich den Absatz jetzt noch mit dazu oder breche ich das ein Stück fair um? Ja. Mit der Zeilen, der verschiebt es, dass es fürs Auge schön ist, ästhetisch ist, wenn du was aufmachst. Jetzt bei neuen Büchern vielleicht mit Bilder rein. Wir haben was für dich gefunden, Udo. Entschuldigung für die Unterbrechung. Das ist aber kein Schweizer Wurstsalat. Schweizer Wurstsalat kann sicher einen Käse mitbringen. Ich kann dir auch noch ein Stück Käse holen. Nein, danke. Von Gabi gemacht. Ja. Und Arndt hat mir einen Tipp gegeben. Ich habe gesagt, bringst du ihn doch selber. Nee, mach du mal. Ich teste es einmal. Probier mal. Also soll. Guten Appetit. Wurstsalat hat. Du weißt ja, dass ich da zur Zeit drauf stehe, ne? Ja, da kann man nicht eher mit locken als mit Marmeladenbrot, ne? Gar nicht. Gar nicht, ja. Kaffee nochmal. Ich habe ja mit meinem Mann immer gern was gespielt. Und wenn wir fortgefahren sind, hast du dich halt mit Spielen gemacht. Und er hat immer gewonnen und das hat mich wütend gemacht. Ja. Dass er immer gewonnen hat, weißt du. Ich habe ihm unterstellt, er würde betrügen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich gewinne und er kann nicht mehr gewinnen. Das hat mir so weh getan, dass ich ihn... Warte, Film ist ein gutes Beispiel. Wenn man den 107 kann in der Tat bis auf 2%. Und die Information bleibt noch da. Ja. Und jetzt geht man mal her, noch an die Zeichen. Das sind die 2%, die und die Hand kann man auszoomen bis auf 100%. Genau, Spiegelbild dazu. Du erhöhst nicht mehr bei dem Runterzappen, die Redundanz nennt man das übrigens, ja. Du erhöhst nicht den Informationsgehalt, wenn du die Datenmenge erhöhst, sondern bloß noch die feine Auflösung. Die Detailschärfe. Aber die eigentliche Information selber bleibt bis zu dem Punkt, wo ich immer sage, wenn ich jetzt dir meinetwegen ein Gespräch übertrage, wie weit kann ich den Frequenzgang meiner Stimme einschränken, dass du noch das verstehst, was ich dir mitteilen will. Auch wenn jetzt zum Beispiel hier dann das abreißt. Kann man immer wieder Wörter lassen. Jetzt kommt aber dann die Psychologie. Ihr kennt das Spiel, dass du rein psychologisch, dass wenn du einen normalen Text hast, kennt ihr es immer, das nennt man immer Wahrnehmungspsychologie. Ich mache jetzt irgendeinen Text, normaler DIN A4 Seite, Märchen. Und dann ist es ganz irre, du kannst jetzt hier komplett innerhalb dieses Textes, innerhalb der Wörter, die Buchstaben austauschen. Ich hoffe, du hast es schon mal gesehen. Denk dir, ein Märchen, eine DIN A4 Seite, ein Auszug. Es war einmal. Und jetzt machen wir dieselbe DIN A4 Seite und wir tauschen die Buchstaben innerhalb dieses Textes aus. Hey, Pommesgabel. Wir tauschen die Buchstaben aus, das kennt man, kann man Ihnen, das kann er da mal zeigen. Und zwar musst du nur immer in jedem Wort den ersten und den letzten Buchstaben stehen lassen. Egal was, Wassermelone, lassen wir den ersten und den letzten Buchstaben, alle dazwischen drin, tauschen wir wild aus. Und wenn ich dir das jetzt vorsitze, stutzt du im ersten Moment. Es dauert keine 20 Sekunden und du kannst es fließend lesen. Ja. Und wenn das eine DIN A4 Seite ist, am Anfang stutzt du und dann wirst du das irgendwie merken und dann fängst du zum Lesen an, dann stockst du immer noch ein bisschen und wenn du die halbe DIN A4 Seite gelesen hast, die zweite Hälfte, die liest du so flüssig, als wenn das in Ordnung wäre. Das wird automatisch sortiert in einem Kopf. Das ist im Hintergrund diese positiven Automatismen. Jetzt haben wir was verändert, ohne was zu verändern. Es ist kein Zeichen hinzugefügt worden und wir haben kein Zeichen weggelassen. Wir haben nur die Ordnung durcheinander gebracht, was da ein Automatismus sich in kürzester Zeit installiert. Ich habe da so eine ganze Seite auf meinem Computer drauf. Ist ganz irre, wenn man das erfährt. Das ist übrigens auch psychologisch aus das Buch heraus. Was halt die Schwierigkeit ist mit den ganzen Tests, wenn ich immer zum Beispiel sage, ist jetzt das zwei Vasen, zwei Gesichter oder Vase, da geht es schon los. Die Falle, was die sagen, was siehst du, die Kippbilder.
dreht sich jetzt die Tänzerin rechts oder links auf dem Monitor? Ihr kennt das, habe ich oft angesprochen. Da, wenn du wach bist, sagst du weder noch. Und da ist jetzt nur mehr die Song, jetzt sind es zwei Gesichter, jetzt ist es eine Vase. Ich sage weder noch. Es ist einfach nur ein Monitor mit schwarz-weißen Flächen. Alles andere ist schon Interpretation. Das ist jetzt, bist du im Jetzt. Jetzt bist du im Jetzt, wenn du das siehst. Das, was die dann den Kopf zerbrechen und dir das erklären, das ist wieder wie wenn religiöse Beschreibungen oder was sind. Das bringt dich aus dem System nicht raus. Schau einfach, was jetzt da ist. Und was du draus machst. Dann hast du die DIN A4-Seite zweimal unterschiedliche DIN A4-Seiten, aber mit denselben Zeichen drauf, plus unterschiedlich angeordnet. Und durch den Trick wirst du feststellen, dass dich das automatisch ordnet in der Normierung, wo du lesen kannst. Sobald wir den ersten und den Buchstaben mitverändern, dann ist es nur ein wildes Gewusch, dann kommst du nochmal drauf. Das ist eine irre Erfahrung, wo man das immer sich selber beobachten, wie funktioniere ich eigentlich. Ja, ich habe sowas Ähnliches mal erfahren, als ich in der Sonne, in der prallen Sonne gut, ein Buch gut, gelesen habe. Menge? Okay. Was oder einmal frei, ich habe gedacht, nicht zu viel. War einmal frei. Ich war einmal du frei. Weißt, ich gönne es dir, Udo. Ich ja. habe es voll gemacht, nein, aber ich habe gedacht... Nein, war einmal frei. Ich habe zur Zeit ewig beim Waschsalat mehr gegessen und die letzte Zeit, wo wir im Biergarten waren, habe ich festgestellt, wie es so heiß war, dass das auf die Schnelle der Snack so genial ist, ein guter Waschsalat oder ein Schweizer. Wenn der gut angemacht ist mit einem Brot, ist bei der Hitze ein ganz kleiner, angenehmer Snack gewesen. Nee, nee. War gut, Idee. Sag, das war gut. Leite ich gerne weiter. Wie funktioniert das, Hubert? Stell es doch am Boden hin. Gib mal es in die Hand. Nee, vorhin, gestern warst du so ungeschickt. Ich meine, hat das schon recht, der Hubert. Ja, das Glas geht einfach rein. Oder ich habe auch mal so eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ich habe ein Buch gelesen in der prallen Sonne und irgendwann einmal haben meine Augen nichts mehr gesehen, nur noch verwischt. Aber es war so interessant. Oh, ich musste das lesen, ja. Und plötzlich konnte ich das lesen, ohne dass ich die Buchstaben gesehen habe. Alles verwischt. Kommt eh aus dir. Und dann du kannst immer nur das sehen, was du dir ausdenkst. Ja. Das ist immer, man geht immer Umwege. Aber ich habe nachher ja nachgelesen. Es ist halt jedes Leben ist eigentlich und es ist schlichtweg und einfach nur ständig wechselnde Bilder. Es ist eben, du hast ein Buch in der Hand, da ist ein Bücherregal und du siehst immer nur von dem Buch das, was du jetzt anschaust, die Zeile, das Wort. Und was jetzt, was du eigentlich siehst, ist ja gar nicht mehr, du siehst das Buch ja gar nicht mehr, du siehst das Wort nicht, sondern in dir macht irgendetwas aus den Worten Vorstellungen. Roman, das ist, wenn du einen Roman liest, dann sage ich immer meine Geschichte. Geh den Gedankengang mit für dich nochmal, weil du ja relativ neu bist. Du musst dich jetzt beobachten. Das heißt, du wirst jetzt das mal für einen Moment der, der du wirklich bist, der, der das erlebt. Du denkst dich aus, du sitzt da. Du spürst dich, das ist das, was da ist. Ob der Körper, der ist ja jetzt da. Dann nehme ich das Buch in der Hand, dann habe ich das Gewicht vom Buch. Das ist natürlich nur, wenn ich jetzt an das Gewicht vom Buch denke, ist das Gewicht vom Buch auch dann da, wenn ich nicht an Gewicht denke. Deine Logik sagt selbstverständlich Blödsinn. Für dich existiert nur das, was du denkst. Du schlägst es auf, Papier, Worte. Du schaust die Worte an, das erste Wort an und sobald du das Wort anschaust, hörst du in deinem Kopf ein Geräusch. Du machst aus dem Bild, machst du ein Geräusch. Und es geht jetzt zack, 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 zack. Und diese Geräusche wiederum werden zu Vorstellungen. Da habe ich gestern drüber gesprochen, das erzähle ich jetzt nicht nochmal, dass du nicht prinzipiell bei jedem Geräusch, das du denkst, dir ein Bild machst. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wir reden jetzt vom Alex und dann rede ich jetzt weiter mit seiner Gruppe, was passiert. Wenn du das Wort Alex hörst, stellst du dir nicht den Alex bildlich vor. Das ist, Alex ist ein Ordner. Ich nenne das immer Chatter-Kollektion. Jetzt, wenn ich sage, was weißt du alles über den Alex, dann kommen neue Wörter aus dem Ordner Alex raus, dir reicht dieser Ordner. Okay? Das kannst du alles beobachten. Wir reden von dem, was ist, nicht von Religion oder Naturwissenschaft, sind auch nur Vorstellungswelten, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Ob sich jetzt da 2 oder 10 Elektronen um ein Proton rumdrehen, es wird für dich so sein, was du dir ausdenkst und das ist das, was auf deinem Schwamm drauf ist. Das sind für mich keine Beweise, nur weil eine Song, das ist bewiesen. Zeig's mir. Dann löst sich das alles auf. Dann merkst du, es sind alle Schwätzer, die Vorstellungen aufbauen, die für die wichtig sind, die auch verwirklicht werden. Aber nur im Kopf. Also gut, du fängst jetzt die Dinge an und dann hast du eine Geschichte. Und wenn das ein geiler, spannender Roman ist, ein Krimi ist, jetzt müssen wir schon, was du nämlich Folgendes feststellen, was du gar nicht feststellen kannst. Da ist nur ein Geist, der in seinem Kopf einen Film laufen hat.
Und irgendwann einmal kommt was, was dir dazugehört. Klingelingeling, dein Handy klingelt. Okay, dein Handy klingelt. Und du schreckst hoch. Und jetzt sitzt wieder der Roman da, du hast das Buch in der Hand. Und du bist auf der Seite 100. Und jetzt frage ich dich, hast du jetzt 50 Mal umgeblättert? Und du wirst wie eine Maschine sagen, selbstverständlich. Aber du wirst dir, du konstruierst Vergangenheit. Wir wissen das ja schon längst, Alex, ne? Und man dachte, wir müssen die alte Geschichte nochmal erzählen. Und das, wenn man es immer wiederholt, da muss man dranbleiben. Ansonsten hast du dein Leben, dein eigenes Leben. Das heißt, du bist jetzt da und es löst sich auf und dann wirst du wieder mit dir allein sein, mit den Tierchen, das du rund um die Uhr beobachten kannst. Und ich sage, in dem Leben wenn man nichts verändern. Wir können bloß lernen. Laufen lassen. Du lernst permanent. Und man will dann, was sich was verändert. Ich muss jetzt für die zwei Buben, ihr seid gerade erst gekommen, oder? Also meine Frau auch. Das gehe ich ja mal schwer davon an, dass du die nicht im Stich lässt. Das Weltwind. Das also hier, man will immer, dass sich was verändert. Ich sage, schau doch, es verändert sich doch eh jeden Moment. Jedes Geräusch, das du jetzt neu hörst, ist eine ständige Veränderung. Die Scheiße ist, dass es sich nicht so verändert, wie deine Logik das haben will, dass sich das verändert. Aber wie definiere ich denn Veränderung? Also wenn ich mit irgendwas nicht zufrieden bin? Ich sage ja, es verändern ist einfach nur der ständige Wechsel von Informationen im Hier und Jetzt. Aber dann drehst du dich wie ein Hamster in ein Laufrad, weil du in dem Käfig deiner Logik bleibst. Die Ziele, die du anstrebst, die werden irgendwann einmal unwichtig. Du lässt es einfach laufen. Und wenn du es laufen lassen würdest, das ist, lebe dein Leben, nehme dein Kreuz auf dich, das sind diese Sätze. Das ist immer wie, das Ilse gestern war ein schönes Beispiel, die sagt, ja, ich habe eine Frage, so ich, du wirst jetzt mit Sicherheit ein Ja oder Nein antworten, ich brauche es mich gar nicht fragen, weil ich dir da keine Antwort drauf gebe. Ich würde jetzt gern da bleiben, aber ich habe morgen Abend Nachtschicht. Und da sollen jetzt willst du wissen, ob du da bleiben sollst und ob du fahren sollst. Ja, man muss ja Prioritäten setzen. Ich sage, die Priorität wäre bestimmt, was die Priorität ist. Ich sage, was ist wichtiger? Ich sage, das Einzige, was wie ich ist, was wichtig ist, das ist der, der das jetzt anschaut. Und der hat kein Problem. Der schaut ganz einfach, wie das Ildi sich entscheidet. Und was er sich mit der Entscheidung einhandelt. Und da kannst du jetzt schon abwiegen. Ich sage, ich kann dir doch nicht sagen, wie jetzt deine Arbeitsstelle darauf reagiert, wenn du nicht hingehst. Ob jetzt das Wichtige ist, was der Udo erzählt, das, was ich zurzeit erzähle, Alex, du weißt es, das habe ich schon immer erzählt. Was wichtig ist, ist die Wiederholung. Dazu brauchst du aber den Udo nicht. Stimmt oder stimmt? Lebe es im Alltag. Ich sage, da fährst du wahrscheinlich besser, wenn du dann lieber heimfährst, weil da was Neues, die Kleinigkeitsmomente, es ist immer das Loslassen. Selbstverständlich könntest du loslassen. Ob du so weit bist, musst du wieder selber beobachten, dass man wirklich loslässt. Also immer, was ich jetzt als Udo so wie 96 Mal Studio und alles hingeschmissen habe. Aber da ist kein Kaufmannsdenken gewesen, sondern ganz einfach, dass du erkennst, dass das vollkommen Neue nur entsteht, wenn du das Alte verlässt. Für dich der Satz, wenn du lernst loszulassen, hast du zwei Hände frei für was Neues. Aber da muss es vollkommen neu sein. Und das passiert, wenn du so weit bist. Das ist wie mit der Pubertät. Da gibt es keine Technik. Du musst es geschehen lassen. Die totale Wandlung. Und du wirst in der Selbstbeobachtung merken, dass man doch an den alten Strukturen festhält. Was wichtig ist, was nicht wichtig ist. Was vollkommen Neues kannst du mit deiner Logik nicht fassen. Das musst du geschehen lassen. Das erfordert immer die komplette Wandlung. Ein Schulkind ist was ganz was anderes wie ein Säugling, der in einer vollgeschissenen Windel liegt. Und das ist passiert. Also mach dir keine Gedanken für das, was passiert. Du wirst die Auflösung von dir selbst, bist du das, was du zu sein glaubst, löst sich doch eh laufend auf. Das ist das, wenn sich einmal installiert, hast du keine Angst mehr. Ansonsten lebst du dein Leben. Das haben wir gerade, wie er noch nicht da war, habe ich gesagt, jeder in dem Zwang, was Besonderes sein zu wollen, betreibst du Konformismus. Das heißt, du wirst in einer Selbstbeobachtung, und ich kritisiere nicht, ich beschreibe, wenn ich jetzt euch anschaue, das war unser Thema gestern, dass jeder uniformiert ist, wie innen so außen. Das heißt, es ist rein dein Charakter, wie innen ist außen, es zeigt sich. Ich sage nicht, dass es gut oder schlecht ist, es ist das. Geh auf eine Esoterikmesse. Dann wirst du feststellen, die Leute, die da angezogen werden,
die sind alle uniformiert, plus minus. Geh auf Musikermesse, habe ich früher gesagt. Dann gehen wir in die Halle. Ich war ja alle Jahr auf der Musikermesse in Frankfurt. Vor 25 Jahren. Da gehe ich in die Halle rein, wo hier Elektro-Gitarren sind oder PA-Technik. Dann gehst du in die Halle rein, wo die klassischen Musikinstrumente, die Geigen, die Violinen sind. Wenn ich Leute rausstanze und stehe die 100 Mann, da soll ich dir genau, die kommen aus der Halle, die kommen aus der Halle. Die kommen aus einer Esoterikmesse, die sind aus einer Sexmesse. Das sind Nerds, das ist hundertprozentig die Computermesse. Bei einem, den ich raus soll, geht es nicht. Aber da ist ein arithmetisches, die gausche Glockenkurve, was du merkst, schon 100 Mann reichen aus und du kannst genau sagen, wo die sind. Geh mal in ein Jazzkonzert rein. Und dann gehst du mal auf Bayreuth und schaust, was da für Leute reingehen. Die Kleidung, das ist alles uniformiert. Und es ist, ich beschreibe einfach nur. Und das gilt auch für dich selber. Den Udo, den du jetzt siehst, wenn du Udo gesehen hättest vor 30 oder 35 Jahren, dann hätte ich da wahrscheinlich ein 40.000 Mark Uhr angeblinkert, ein Goldkettchen rum, boah, schützt mich gleich. Da muss man rauswachseln. Dann stellst du fest, das bin ich nochmal. Dann wäre auch 8 oder Porsche Turbo vor der Tür gestanden und du meinst, du bist dann deutlich. Irgendwann, wenn dein Geist weiter wächst, jetzt mache ich extra mal Geschichten, ihr wisst in der Vergangenheit, das Leben ist es, das ist auch mit dem Interesse. Ich habe natürlich eine Harley in der Garage gehabt. Ein Triumph übrigens auch. Mit thailändischen Wasserbüffelleder. Extra anfertigen lassen. Das willst du dann, das ist alles, das ist es nicht, das ist es nicht. Solange dich über das Zeug definierst, über das Aussehen, über die Maskierung. Und das sind Phasen. Es sind einfach viele Bücher im Bücherregal, Alex. Richtig. Das ist das, was es wirklich ausmacht. Ich sage immer wieder, was nicht alle erleben dürfen, Partnerschaft. Und da ist nicht, dass man einen anderen zu haben will, sondern dass man merkt, das ist irgendwas, da ist eine andere Ebene da. Und egal was es ist, es hat immer, egal wer du zu sein glaubst, du hast es in der Hand, zu lieben, und zwar nicht nur dann zu lieben, wenn der andere so ist, wie ich ihn haben will, sondern wenn ich was kriege und ich liebe das so, wie es ist, auch wenn meine Logik aufschreit. Was ich verändern soll, ist nicht den anderen, sondern meine Logik. Ich kann aus jedem Scheißdrecksfilm, der läuft, einen super Film machen oder einen interessanten Film machen. Ein Film ist einfach nur Roman. Wenn ein Film läuft und dein Leben ist ein Film, der läuft, es gibt keinen guten und keinen schlechten Film. Und wenn das, was du siehst, sind die Interpretationen deine Schwammenheit. Und du hättest die Freiheit, aus jedem Scheißdrecksfilm einen guten Film zu machen oder einen interessanten Film zu machen. Ich wiederhole nochmal vom Bleinfeld-Vortrag. Verändere das, was du verändern kannst. Ertrage demütig das, was du nicht verändern kannst. Das Wetter zum Beispiel. Und strebe nach der Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und wenn du jetzt in deine Welt die Figuren in deinem Traum anschaust, alle, durch die Bank alle, sind nur bemüht, das zu verändern, was sie nicht verändern können. Und das, was sie verändern können, das wird nicht angetastet, als wenn es zu heilig wäre, dass man das überhaupt in Frage stellt. Das ist der eigene Glaube, der eigene Schwamminhalt, der gar nicht dein Glaube ist. Das ist etwas, was du, Führerscheinprüfungsbogenprogramm, das du vorgesetzt bekommst. Keiner will seinen Glauben verändern. Die wollen alle, dass die anderen den Glauben verändern. Und jetzt kommt, ich muss für die zwei von gestern, pass auf, ein Denker, der sich an Gedanken denkt, Roman, muss dir eins, ich nenne jetzt das einmal nur Gedanke. Der Einzige, der diesen Gedanken verändern kann, ist der, der sich den Gedanken denkt. Jetzt setze ich für das Wort Gedanke das Wort Information. Jede Information, die ein Denker in sich aufwirft, kann nur von dem Denker verändert werden. Jetzt setze ich für das Wort Gedanke das Wort Mensch. Jeden Menschen, den du dir ausdenkst, der existiert in dem Moment, wo du ihn denkst, und der ist genauso, wie du ihn dir denkst. Und nur du könntest ihn verändern. Aber der träumende Geist selber, der kann nichts verändern. Der muss das denken, was er denken muss, weil der ja auch schon wieder Gedanke ist. Das ist der Doppelschritt. Und wenn du den gegangen bist, dann, wenn du das Programm veränderst im Computer, dann können die Bilder verändert werden. Solange du die Bilder auf dem Bildschirm verändern willst, das geht nicht, wenn du nicht weißt, wie das Programm zu verändern ist. Das ist eine simple Logik. Aber jetzt sage ich, wieso willst du die Gedanken verändern? Dann bist du schon wieder blindes Arschloch. Du musst diese vielen unterschiedlichen Gedanken wie ein Puzzle drehen und wenden und zusammensetzen. Das ist Holo-Feeling. Die verändern man nicht, die Puzzlestücke. Jeder Gedanke ist ein wichtiges kleines Teilchen vom Heiligen Ganzen. Das ist das Prinzip von Holofilm. Das kann man nur ganz alleine spielen. Und zwar während du deine Rolle spielst. Also lass, war noch nie, Alex kennt mich jetzt lang genug. Es war nie mein Bestreben, irgendjemand was zu verändern.
Ich erkläre dir, was du bist und wie du funktionierst. Und wenn du das dann anfängst zu verstehen, dann wirst du was verändern können. In dir. Und dann wird sich das dann mal dein Interessensbereich verschieben und dann ist alles, was du jetzt meinst, was du anders haben willst, lächelst du bloß noch drüber, weil dir das am Arsch vorbeigeht. Ansonsten spielt das Besondere, was du schon bist. Bei jeder ist was Besonderes für sich. Zumindest der Schöpfer von einer komplett eigenständigen Traumwelt. Und wenn du dann mehrere Bücher gelesen hast, kannst du dich überall reindenken. Was einer, der nur sehr eng ist, das überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wie kann man die Freude an Rockmusik nachvollziehen? Ist immer Zeit, es spielt aber keine Rolle. Wo gesagt, unser, übrigens die LB von dir, bei meinem Laptop, ich habe ja schon ewig keine CD mehr reingespielt, genau Child in Time, das letzte Lied, kann er da spinnt mein Laufwerk, kann er nicht auslesen. Ist aber wurscht. Ich kann damit leben. Deine zwei sind reingegangen. Wir haben aber auch noch Child in Time, die kann er. Ja. Ja, dann geht's gar nicht. So. Das ist nur, alles ist schön. Aber es ist eine Wertung, da hängt schon wieder das Programm mit drin. Ist mir wurscht. Ich werde auch immer, wenn ich spazieren gehe, ich sage dir, Inge, das ist, ich laufe und laufe und dann, wenn ich hier jetzt die Witzburg hochlaufe und dann stelle ich fest, dass ich überhaupt nicht an den Berg hochlaufe. Da kriege ich immer keine Luft. Und wenn ich dann wieder runterlaufe, das kotzt mich noch mehr und da tun mir die Knie immer so weh. Aber was ganz schlimm ist, auf der Graden, das finde ich so extrem langweilig. Man kann immer runterhin. Du kannst es aber auch anders sehen. Aber egal wie du siehst, positiv oder negativ, es bleibt entheiligt. Heiliges Sehen heißt, dass du einfach nur schaust. Das, wo ich sage, der Doppelschritt, der Beobachter von dem Tierchen, ist vollkommen wertfrei. Schon wenn du jetzt sagst, ist das schön, ist schon eine Wertung. Ist schon ein Filter da, eine Wertung. Wenn du der, was der jetzt schaut, wie die, das Inge-Programm dieses Bild als schön definiert, und ich definiere das nicht mehr, dass du das als schön definierst, sondern ich sehe einfach nur, was ist. Jetzt bist du auf der höheren Ebene. Jetzt kommt's. Dann sehe ich hier nichts mehr. Ach ja, Katzenviech, der Endpunkt, eine Muschi, Fressmaschinen sind das. Ja, genau, ein Stück Fleisch aufgehoben von gestern, was übrig geblieben ist. Fressmaschinen. Und was heißt jetzt der Endpunkt wirklich? Sub. Dieses Sof, das Einsof. Jetzt ist natürlich immer wieder Wissen, um was zu beschreiben. Okay. In der jüdischen Kabbalistik, und ich sage immer wieder, ob du den chinesischen Igel nimmst oder die Astrologie nimmst, das ist ja immer, es sind eigentlich wie verschiedene Textverarbeitungsprogramme, die dieselben Bilder aufwerfen können, aber im Hintergrund mit einer anderen Arithmetik arbeiten. Und wenn man den Sefirot-Baum mal nimmt, diese jüdische Mystik, die übrigens auch die Mystik im Judentum, die wir uns jetzt ausdenken, haben keine Ahnung von der Wirklichkeit, schon aufgrund der Tatsache, dass jeden, den du dir ausdenkst, von dir erschaffen wird und der nur so viel Ahnung haben kann, wie du denkst, dass er hat. Das ist das Spiel, musst du verstanden haben. Das ist so immer mein Ernst. Darum wiederhole ich das. Erheb, hab einmal das Bewusstsein, dass dir klar sein muss, dass niemals irgendein Gedanke oder eine Information mächtiger sein kann, wie der, der sich den Gedanken denkt. So, jetzt denken die Politiker. Jetzt denken die Illuminaten. Und dann schau bei den Worten, je nachdem, was dein Programm hergibt, wenn du Esoteriker bist, aufgestiegene Meister. Gott! Stell dir jetzt erst einmal die Frage, wer erschafft jetzt den ausgedachten Gott und wie stellst du dir den vor? Unheimlich mächtig. Ja, wie mächtig muss dann der sein, der sich diesen unheimlich mächtigen Gott ausdenkt? Du warst im Blindfeld, wenn ich immer wieder sage, wenn du jetzt den Udo hast, wenn der in dir auftaucht und der kommt dir unendlich, ich sage nicht einmal gescheit, weise vor, voller Wissen. Ich sage, wie viel Wissen muss dann der haben, der sich jetzt den Udo ausdenkt, diesen wissenden Menschen?
Aber bist es nicht du? Drum beginnt mein Spiel mit Ich bin du. Ich bin nicht da, um dir zu erklären, wie genial der Udo ist oder Gott ist. Wie genial muss der sein, der diese Dinge in seinem großen Kopf erschafft? Den Schuh wirst du dir anziehen müssen, Kleiner. Irgendwann einmal hier und jetzt. Weil wenn ich ihn dann auftauche, ist er eh immer wieder. Dann sag ich, dann bist du ewig. Wenn du mich entsprechen hörst, bist du ewig. Ob dir das passt, ob du das glaubst, spielt dabei keine Rolle. Das ist dann die Fischermetapher, das dann anbeißen, dann hole ich ihn ran und wenn er sich noch wehrt, weil er zu sehr in diesem ausgedachten Meer als Fisch bleiben will, F-Fisch heißt ja eine Facette, die Gestalt annimmt, dann gebe ich dir wieder Leine und dann hole ich dich wieder irgendwann einmal ran. Die ganze Sachen, wo wir jetzt an unsere Helga denken, du musst immer wissen, oder Heidemarie, das sind jetzt Namen, das ist bei ihm wahrscheinlich gar nichts. Bei anderen wieder, die länger Holofeeling machen, zumindest grob. Denk an unser Holger-Beispiel, was ich jetzt nicht für euch wiederhole, ist aber wahrscheinlich aufgenommen. Dass die hier teilweise hier vor knapp 20 Jahren schon dabei war, Heura, und dann plötzlich hier, das ist ja der Satan, Heidemarie. Die war voll dabei und plötzlich kommt, ich bin ja bloß der Satan. Und dann stürzt die ab und dann ist sie 10 Jahre, 15 Jahre weg und dann taucht sie wieder auf und noch begeisterter wie vorher. Weil sie voll mit dem Loslassen habe ich wieder Leine gegeben, dass sie wieder reinschwimmen in ihren Wahnsinn. Und dann hole ich sie wieder zurück. Oder der Helmut. Oder der Helmut. Das ist dasselbe in Grün, das sind alles Suche. Aber dieser Weg zum Guru oder egal was du versuchst, dich wegzubeamen mit Drogen, Bewusstsein und so weiter, die Drogen, das sind alles Sackgassen wie irgendwelche Meditationstechniken. Du kannst das, was du bist, nicht werden, weil du es schon bist. Und das, wo ich sage, ich erkläre dir, was du bist, das ist etwas, was nicht gedacht werden kann. Das ist die Grundvoraussetzung, dass du ewig bist. Weil alles, was du denkst, ist vergänglich. Weil jeder Gedanke, nächste Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken. Aber was jetzt der Witz ist, dass du nur ein Allereinziges, der uns jetzt ausdenkt. Das Problem ist, dass er glaubt, er ist einer von seinen Gedanken und die anderen Gedanken ist er nicht. Das ist der Schritt nach oben. Und das spielst du alleine. Das, was du nicht den Weg nach oben erreichst, du nicht, wenn du meinst, du müsstest irgendwelchen Gedanken von dir erklären, wer sie sind oder wer du selbst bist. Das ist jetzt das Holofeeling, das Gefühl, alle zu sein. Immer wieder Erlebnisse, aber man kann es ja nicht mit niemandem teilen. Weil ich reiß mir doch den Arsch, das ist was Intimes, sagt der Udo immer. Ich reiß mir doch den Arsch nicht für irgendwelche Gedanken von mir auf, sondern für den, der mich jetzt ausdenkt. Also macht euch nicht so viele Gedanken, die sich auflösen. Lass es fließen. Es passiert von alleine, so wie es alt war. Schmerz erzeugt, wenn du das verhindern willst, dass du alt wirst. Das erzeugt Leid. Schon in dem Moment, wo du in den Spiegel schaust und dich mit dem verwechselst, der jetzt im Spiegel erscheint, die Grundvoraussetzung ist erst einmal, dass du dich als erstes einmal mit dem verwechselst, der vorm Spiegel steht. Weil beide, der im Spiegel und vorm Spiegel, das ist jetzt einmal das, die ausgedacht werden. Da sagst du, der bin ich und das ist bloß ein Abbild von dem. Du bist weder der noch der. Und schon wenn du den siehst im Spiegel und du sagst, mein Gott, siehst du halt scheiße aus. Das ist immer wieder der Satz. Dann wird dann die Witze gemacht. Ich kenne dich zwar nicht, aber ich wasche dich trotzdem. Das ist ja, also genau. Die Witze kennt er hier. Das ist übrigens die weisheitlich zuerst einmal hier, ich kenne dich ja nicht. Das bezieht sich eigentlich auf das eigene Ich. Wer kennt sich schon selbst? Ja, keiner. Ich habe immer, mir fällt jetzt da so schön ein hier, was nehmen wir mal, wer das Wort Dschungel, der Dschungel, ihr wisst ja meine Weisheit, wie das Dschungel kennt. Und da war irgend so ein Junge, wo ausgerastet ist. Ich bin 21, unheimlich echt, was nehmen wir, wer das Wort, so Dussi. Und die kommen sich so unendlich gescheit vor. Du weißt ja gar nicht, wie reif ich schon bin, sagt der 20-Jährige. Das ist der Wahn der Jugend, der absolute Wahn der Jugend. Da grinst sie da oben, gell? Und ich sage dann immer, wenn du nochmal weiter bist, da gefällt mir immer, darum zitiere ich immer so gern meine Inge, die hier ja Riesen im Stillen, meine Bodensee-Inge jetzt, aber du wirst ja dasselbe mitkriegen, wenn du nochmal hochgehst, wie die, ich glaube mit 75 sagt sie hier, Udo, ich habe mittlerweile Erkenntnisse, da kannst du mit keinem drüber reden, ich könnte es nicht einmal der Inge mit 70 erklären. Weil das, dann kommst du in diesen Gig rein. Also meine Donis, die sitzen und schmunzeln bloß noch, selbst über die Donis vor 4-5 Jahren. Weil dann wird das Bewusstsein in dem Ende, wenn wir hier von der
raumzeitlichen, longitudinalen, zeitlichen Sichtweise in diesem Nikop, das wirklich alles jetzt ist. Es ist ein Unterschied, ob ich euch ständig erkläre, dass es nur ein Wechsel im Jetzt ist und ihr das begreift, euch das schon logisch erscheint. Euer Alltag, gelebte Alltag im ständigen Wechsel, wird euch ständig, wenn du dann weiter beobachtest, zeigen, dass sobald du wieder im Bandraum bist oder irgendwas ist, das Telefon klingelt, Ärger mit der Familie, mit den Kindern, mit den Engeln, ist das komplett wieder weg. Und dann kommst du irgendwann mal wirklich in eine Phase, in die Ruhe, wo dir bewusst wird, es ist wirklich bloß jetzt. Und wenn ich es nochmal denke, ist wieder in mich reingefallen. Und keinen geht es besser wie den, den du dir nicht ausdenkst. Was meinst du, wie gut es deinem Körper geht, wenn du nicht an deinen Körper denkst? Und du willst den Laufen am Leben da außen, Leben am Leben halten. Leute, wir reden hier von 100%ig sicheren Fakten. Das ist 100%ig sicher. Am besten geht es deinem Körper, wenn du nicht an ihn denkst. Und ich sage, in dem Moment, wo du an ihn denkst, pass auf, ich mache ein ganz kleines Beispiel. Hier und jetzt gedacht, schon vor 30 Jahren erzählt. Du wirst feststellen, schon wenn du an deinen Kopf denkst, kann ich dir gleich sagen, dass irgendwas an dem Ding nicht in Ordnung ist. Die Frisur passt nicht, die Haare passen nicht, du hast Kopfschmerzen. Es ist irgendwas mit dem Kopf, wenn du an den Kopf denkst. Wo war dein Kopf jetzt, während du die ganze Zeit, der blaue Kopf, wo war der die ganze Zeit, während du mir aufmerksam zugehört hast? Komplett schmerzlos, komplett befreit vor Existenz. Jetzt kannst du wieder in dich reinschauen, inwieweit du jetzt, während ich das erzähle, schau in dich rein, was du glaubst, ob der Kopf, der blaue Kopf auch dann da ist und dein Gehirn, wenn du nicht dran denkst. Und das ist dein Problem. Dieser Glaube ist das Problem. Ja. Du glaubst an Dinge, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Das ist Geschwätz vom Zweiten. Geschwätz vom Zweiten ist jegliche Form von Religion, alle Religionen, jegliche Form von Esoterik und die komplette Naturwissenschaft ist Geschwätz vom Zweiten. Das, was ich dir erzähle, ist das, was ist. Und das wird nur vom Geist verstanden. Geist kann nur vom Geist verstanden werden. Das verstehen nur meine Geistesfunken. Aber sehr schwierig, weil der Geistesfunke ja ich ist. Ein Geistesfunke ist eine Facette von mir, aber noch auf dem Weg ins Nichts. Das wieder das erste Licht ist. Weil mir immer den Anfang und das Ende eben jetzt. Sobald was Neues beginnt, endet was. Die Wellen. Das heißt, ich muss dieses, was ich jetzt auseinanderreiße, muss ich dann genau an der Stelle zwischen nichts und alles zusammensetzen. Und dann wird mir der Kreislauf, der wirklich in heiligen Büchern beschrieben wird, aber von keinem verstanden wird. Wenn du was verstanden hast, dann legst du das nochmal einseitig aus. Also kann keiner, der die Bibel übersetzt, das verstanden, weil das einseitige Auslegungen sind. Und keiner, der den Koran übersetzt, diese vielen muslimischen Strömungen, die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Das Problem ist nicht der Koran. Es sind immer irgendwelche Anhänger von jemandem, der den Koran einseitig auslegt. Das hast du in allen Religionen. Bei den Christen ist es nicht mehr so krass, dass sie sich die Köpfe einschlagen, aber das Problem bleibt das gleiche. Da kommt dann die Arroganz der Stille. Wir wissen ja, die Zeugen Jehovas, die Katholiken haben ja keine Ahnung. Die Katholiken, die Zeugen Jehovas haben ja keine Ahnung. Wir sind ja das Offizielle. Die sind alle offiziell, hinderlich. Und stehen sich selbst im Weg. Jo. Udo geht jetzt, wir sagen immer im Fränkischen, so, ich gehe jetzt brunzen. Den Satz habe ich schon ein paar Mal gesagt hier, wenn einer sagt, hast du eine Feier, brunzt in die Hand, das brennt auch. Und der ordinäre Mensch soll eine Ahnung haben? Ja, furchtbar. Wieder bewertet. Meine Grazie, ich habe heute schon gesagt, ich bin traurig, das ist meiner Mann. Ich bin 25 Jahre verheiratet, ich sehe, glaube ich, heute zum dritten Mal in einem Raum. Nein. Ist offen? Nee. Immer die Sachen, die im Schrank müssen, jetzt reinschmeißen. Ja. Bitte! Wir haben nur ein Glas. Hier, dann haben wir noch ein Glas gefunden. Haben wir noch eins gefunden. Guter Kinder besser. So, jetzt können wir mal rumgehen. Servus. Servus. Grüß dich. Wollen die Runde nicht stören. Ja, hi, hallo.